Hallo und willkommen zum Schnellkurs Literaturrecherche. Ich heiße Timo Guter, ich arbeite in der HNU-Bibliothek und ich würde Ihnen heute zeigen, wie Sie effizient recherchieren. Das heißt, wie Sie mit schönen, kleinen, einfachen Sitzungen von vielleicht 20 Minuten viel mehr rausziehen, wie Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, die da irgendwelche 7-8 Stunden vorm PC sitzen. Recherche muss nicht schwer sein, überhaupt nicht. Die ist sogar ziemlich leicht, die geht immer gleich. Und Recherche kann sogar fast schon Spaß machen. Ich zeige Ihnen heute wie. Wir haben diese Folie hier als Inhaltsverzeichnis, wo drin steht, was ich vorhab. Wir sehen die Recherchevorbereitung am Anfang. Das macht normal kein Mensch. Ich meine, was ist Recherchevorbereitung? Aber es gibt Sinn, Sie werden sehen. Dann die Recherchestrategie. Also, wie suche ich schlau? Dann gibt es verschiedene Werkzeuge, die ich benutzen kann, um eben schlau zu recherchieren. Und am Ende noch Quellenbewertung. Also wie tue ich das, was ich jetzt gefunden habe, noch sinnvoll einordnen? Was ist gut, was ist nicht gut? Sowas. Direkt die erste Folie geht um die Suchbegriffe und wäre die wichtigste Folie in der ganzen Präsentation eigentlich schon. Ich bin ein Fan davon, dass das Wichtige vorne kommt. Suchbegriffe sind eigentlich das, was Ihre ganze Recherche stehen lässt oder fallen lässt. Ihre ganze Suche oder Ihre ganze Arbeit steht und fällt mit den Suchbegriffen, die Sie verwenden. Die HNU-Bibliothek jetzt zum Beispiel hat neben dem Bibliothekskatalog noch um die 40 Datenbanken, Fachdatenbanken, sehr hochpreisige zum Teil. Das heißt, es gibt vieles, wo Sie suchen können, indem Sie suchen können. Aber wenn Sie da immer nur die gleichen paar Begriffe eintragen, immer die gleichen, dann werden Sie die immer gleichen Sachen finden und Sie werden die immer gleichen Sachen verpassen. Die Sache ist nämlich die, Sie, wenn Sie ein Wort eingeben in die Suchmaschine, und Suchmaschine meint jetzt Bibliothekskatalog oder Google oder Bing oder auch eine Fachdatenbank, wenn Sie einen Begriff eingeben, dann wollen Sie alles zum Thema. Sie wollen, wenn Sie eingeben Outsourcing, alles zum Thema Outsourcing. Und die Maschine gibt Ihnen jetzt aber alles, wo das Wort Outsourcing vorkommt. Das ist nicht das Gleiche, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Sie müssen jetzt deswegen für den Algorithmus im Hintergrund für die Maschine sagen, gut, da wo Outsourcing vorkommt, muss nicht notwendigerweise Outsourcing drin sein und andersherum. Ich muss mir jetzt überlegen, welche Wörter ich alles nehmen muss und damit bombardiere ich die Suchoberfläche, bis ich wirklich alles habe zu diesem Aspekt. Das ist Ihre Aufgabe. Wenn Sie nur Atomkraft eingeben, dann kriegen Sie immer nur die Bücher, wo Atomkraft vorkommt und nie die, wo Kernkraft so vorkommt. Und Nuklearenergie finden Sie auch nicht. Vielleicht merken Sie beim Ermitteln Ihrer Suchbegriffe auch, dass Sie noch gar nicht genau wussten, was Sie eigentlich machen wollten vom Thema her. Das kann auch sein, da können Sie da nochmal nachjustieren. Aber jedenfalls wirklich wenige verwendete Begriffe, Ihnen fallen die immer gleichen Treffer in egal welcher Datenbank wieder durchs Raster. Deswegen, Sie brauchen die Suchbegriffe. Was gibt es dann für Arten von Suchbegriffe? Naja, Synonyme, das heißt Wörter, die andere Wörter sind, aber genau das gleiche bedeuten. Kernkraft, Atomkraft ist dasselbe. Verwandte Begriffe, also Dinge, die nicht genau deckungsgleich sind, aber in etwa im gleichen Bereich sind. Es gibt Oberbegriffe und Unterbegriffe. Jetzt zum Beispiel wäre Kernkraft, das Überthema wäre eben Energie. Ein Unterbegriff wäre Thoriumkraftwerke im Vergleich zu Urankraftwerken. Übersetzungen, da wird von Ihnen erwartet, dass Sie auf Deutsch und auf Englisch recherchieren. Wenn Sie eine Seminar- oder Bachelor- oder Masterarbeit schreiben an einer Hochschule oder an einer Uni, Deutsch und Englisch ist Pflicht. Außer Ihr Dozent sagt explizit was anderes. Und jetzt geht es eben darum, wo ich die überhaupt erst finde. Das heißt, Sie sind jetzt in der Position, dass Sie bei der Literaturrecherche noch gar nicht recherchieren nach Ihrem eigentlichen Thema, sondern nach Begriffen. Aber es gibt Sinn, glauben Sie mir. Die Sache ist jetzt, wenn ich Sie jetzt hier kurz frage, überlegen Sie mal für sich selber, wo gucken Sie jetzt nach Suchbegriffen? Überlegen Sie kurz. Okay, und jetzt können Sie zugeben, dass Sie auf Google gehen würden und Ihr Thema mit Synonyme eingeben. Also anstelle von Outsourcing, Outsourcing-Synonyme oder Outsourcing-Definition oder irgendwas anderes, wo Sie dann sagen, ja, da steige ich ein und da suche ich mir dann meine Suchbegriffe raus. Das können Sie jetzt gern zugeben. Das ist nämlich völlig okay.
Es ist absolut okay, dass Sie das tun. Sie sind da jetzt gerade noch in einer explorativen Suche. Sie bewegen sich gerade eben erstmal, Sie finden in das Thema rein. Und es gibt nicht sowas wie einen zitierfähigen Suchbegriff. Es gibt nur Suchbegriffe, mit denen Sie nachher was finden und welche, mit denen Sie nachher nichts finden oder nichts Sinnvolles. Und deswegen keine Scheu, egal wo Ihr Suchbegriff herkommt, wenn Sie damit nachher was finden, es ist ein guter Suchbegriff. Ich sage das deswegen so explizit, weil ich möchte, dass Sie wirklich diese Suchbegriffe sammeln. Sie können jetzt noch in weiteren Quellen nachgucken, die liste ich Ihnen hier. Das sind Sachen, die Sie jetzt vielleicht noch nicht gemacht hätten. Aber wirklich, wenn Sie es in der Suchmaschine eingeben mit Synonyme hinten dran, völlig okay. Wenn Sie die einleitenden paar Absätze von der Wikipedia anlesen, völlig okay. Wenn Sie da auf Worte stoßen, die nachher was finden, wunderbar. Jetzt können Sie obendrauf noch in einem Thesaurus, also ein Thesaurus, mehrere Thesauri, nachgucken. Das ist nichts anderes wie ein Wörterbuch. Aber in diesem Wörterbuch sind die Begriffe miteinander in Beziehung gesetzt. Da steht also drin, Outsourcing ist der Überbegriff von IT-Outsourcing und von der anderen Art von Outsourcing und noch eine Art von Outsourcing. Der deutsche Begriff wäre Auslagerung und Synonym dazu wäre noch das, das, das. Also es ist ein schöner Start und es gibt von jedem Fach einen Thesaurus. Das heißt, Sie können in eine Suchmaschine Ihrer Wahl gehen und können da sagen, Thesaurus Wirtschaft. Und Sie kommen da raus. Oder Thesaurus Psychologie, Thesaurus Medizin. Die findet man alle frei. Online-Nachschlagewerke wie das Gabler Wirtschaftslexikon zum Beispiel, die würden Sie vielleicht eh im Rahmen Ihrer freien Suche finden, aber da lohnt sich dann, dass Sie in dem drin bleiben und da noch ein bisschen gucken, wie die Verknüpfungen sind. Auch da gibt es oft Verbindungen, was ist eben Synonym, was ist Ober-Unterbegriffe, das ist ganz schön gemacht. Und jetzt, wenn Sie schon in der Recherche drin sind, dann gucken Sie doch bitte auch nach den weiteren Schlagworten der bereits gefundenen Bücher und nach den mehrsprachigen Abstracts. Erkläre ich kurz. Wenn Sie im Bibliothekskatalog sind und Bücher suchen, dann finden Sie normalerweise irgendwann ein Buch und das Buch ist dann gut. Und jetzt, normalerweise hätten Sie halt gesagt, oh Junge, wunderbar, lade ich mir runter oder gehe ich ins Regal und hol's mir. Ich möchte, dass Sie jetzt noch oben drauf bei dem Datensatz von dem Buch nachschauen. Hängen da noch irgendwelche Keywords dran, irgendwelche Tags, irgendwelche Schlagworte, etwas, das das Buch beschreibt? Weil vielleicht wurden die intellektuell vergeben, sehr wahrscheinlich sogar, und sehr wahrscheinlich sind die genormt. Das heißt, ein Wort gefunden zu dem Thema, alle Wörter zu dem Thema gefunden. Es gibt nicht zwei Schlagworte zum gleichen Thema. Und vielleicht benutzen Sie das Wort eben noch nicht. Deswegen nutzen Sie die Treffer, die Sie finden, nicht nur als Treffer, als das, was sie sind, sondern auch als Möglichkeit, um weitere Suchwörter zu finden. Das gleiche gilt für Zeitschriftenartikel. Da gibt es nämlich Abstracts. Ein Abstract sind diese ersten 7, 8 Zeilen von einem Zeitschriftenaufsatz, wo dann drin steht, worum der Aufsatz handelt und vielleicht sogar direktes Ergebnis und alles. Also der spoilert den kompletten Zeitschriftenaufsatz, wenn Sie so mögen. Und das Schöne an einem Abstract ist, dass es generell frei verfügbar ist und dass es deswegen von den Verlagen Suchmaschinen optimiert wird. Also der Autor wird angehalten, dass er in das Abstract möglichst alle relevanten Suchbegriffe einpflegt, damit der Artikel dann nachher höher bei der Suchmaschine gerankt wird. Und das nutzen Sie aus. Sie finden wieder Ihren einen guten Such, Ihr eines gutes Ergebnis und dann gehen Sie in das Abstract rein und gucken, ob da neue Wörter vorkommen, die der Autor extra da versteckt hat, damit das Ding weit oben bei Google oder Bing landet. Und das Schöne ist, dass die Abstracts meistens auch noch mehrsprachig vorhanden sind. Gerade wenn Sie jetzt eine deutsche Zeitschrift haben, die so ein bisschen international noch gesehen werden will, und das will fast jeder, dann werden die einen Abstract machen auf Deutsch und auf Englisch. Und jetzt haben Sie den Luxus, dass Sie nicht nur die Suchbegriffe auf Deutsch haben, sondern die exakten Übersetzungen ins Englische. Und es ist manchmal gar nicht so arg einfach, einen Begriff im Deutschen genau ins Englische zu übersetzen. Vielleicht ist da ein anderer Fachbegriff besetzt und das merken Sie dann erst jetzt. Also da können Sie auch noch schauen, aber wie gesagt, alle anderen Suchmethoden sind auch in Ordnung. Gehen Sie einfach so vor, wie Sie möchten am Anfang. Da werden im Rahmen Ihrer Arbeit, im Rahmen Ihrer Recherche später immer weitere Sachen hinzukommen. Einfach sammeln, sammeln, sammeln. Die, wo nicht klappen, können Sie ja streichen. Jetzt, wie dokumentieren Sie die überhaupt? Also Dokumentation ist ja ein sehr staubiges Wort vielleicht für Sie. Wie geht man jetzt mit den Suchbegriffen um? Es muss gar nicht staubig sein. Sie müssen sich jetzt erstmal
nur daran gewöhnen, dass sie nicht in einem einzigen Gewaltakt alles recherchieren können. Sie können nicht sagen, okay, heute hocke ich mich 8 Stunden hin und ich recherchiere alles und dann habe ich alles und dann fahre ich ans andere Ende der Welt und arbeite da mit meinem Haufen an Büchern und Zeitschriftenartikeln meine Arbeit runter. Das geht nicht. Also erstmal, Sie müssen gar nicht in die Bib kommen, um zu recherchieren. Fast alles können Sie auch von daheim machen, zeige ich nachher. Aber wenn Sie meinen, Sie können alles recherchieren, klappt es deswegen nicht, weil Sie gar nicht wissen, was Sie alles brauchen. Sie haben am Anfang keine Ahnung, was Sie alles nachher gebraucht haben werden. Deswegen dokumentieren Sie die Suchbegriffe. Und es geht ganz einfach, indem Sie eine Tabelle hernehmen, eine leere, oder ein leeres Blatt. Und da packen Sie die rein. Und da drin streichen Sie dann nachher die Begriffe, wo Sie merken, nee, die bringen nie was. Und Sie heben diejenigen vielleicht hervor, die besonders gut sind, wo Sie sagen, oh ja, mag ich auch noch in der und der und der Datenbank probieren, weil da kam letztes Mal in der Datenbank richtig was Gutes raus. Und dann notieren Sie, wo Sie was benutzt haben. Das sieht jetzt hier alles komplex aus, aber ich zeige Ihnen das jetzt mal in Excel und Sie können das genauso gut auf dem leeren DIN A4 oder DIN A3 Blatt machen. Also, wir hätten jetzt hier ein leeres Excel-Sheet und da drinne könnte man jetzt die Suchbegriffe sammeln. Ich habe jetzt Aspekt 1 und Aspekt 2 schon reingeschrieben. Was heißt das? Sagen wir, wir suchen irgendwas, wo es um Duftmarketing geht. Also es geht um Marketing und man will Marketing erreichen mit Düften. Okay, was haben wir dann für Aspekte? Wir haben einmal den Aspekt Marketing und wir haben einmal den Aspekt Duft. Das sind die beiden Dinge, die vorkommen in unserer Suche. Und jetzt kann man zu den Wörtern hier eben verschiedene Synonyme oder verwandte Begriffe oder Ober-Unterbegriffe finden oder Übersetzungen. Also ich ziehe es jetzt mal hier bei Duft einfach durch. Bei Duft könnte es doch auch um Gerüche gehen oder Aromen. Oder wenn wir jetzt Englisch werden, dann vielleicht Senses oder Sensory. Und ich weiß eben jetzt noch nicht, was davon nachher viel bringt. Vielleicht sprechen die in Amerika, in US-Amerika, nur über Sensory Marketing und da finde ich alles dazu. Weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht heißt es komplett anders. Das finde ich eben im Rahmen meiner Arbeit erst raus. Deswegen ist es wichtig, dass ich dieses Blatt behalte. Und ich kann es jetzt so stehen lassen. Ich kann da jetzt auch noch hinschreiben, was denn ein Synonym sein soll. Oder ich kann die irgendwie klassifizieren nach Ober-Unterbegriffe, was für Sie hier Sinn gibt. Also fangen Sie vielleicht mal klein an und wenn Sie dann merken, es wird irgendwann unübersichtlich, dann bringen Sie hier mehr Struktur rein. Aber wirklich, das ist Ihr Blatt, es soll Ihnen helfen. Machen Sie hier nicht Arbeit, die unnötig ist für Sie selber. Und dann haben Sie eben noch die Suchdokumentation, die mache ich jetzt mal einfach hier daneben. Also Suchdoku, das klingt jetzt wie Sudoku, Suchdokumentation, okay. Also, was haben Sie wann gemacht? Sagen wir, Sie haben jetzt heute im Bibliothekskatalog Folgendes gesucht. Marketing, Duft. Das haben Sie heute gemacht. Das hat jetzt 15 Sekunden gebraucht. Und am nächsten Tag, da haben Sie dann gesagt, okay, am nächsten Tag habe ich das gleiche in der Fachdatenbank Wieso gemacht. Dann schreiben Sie hier rein Wieso und dann haben Sie eben das da gemacht. Was soll das? Das soll, damit Sie nicht, dass Sie nicht in einer Woche herkommen und das gleiche nochmal machen. Weil direkt nachdem Sie recherchiert haben, ist es Ihnen immer sehr bewusst noch, was Sie gerade eben gemacht haben. Es wirkt trivial sozusagen, okay, jetzt muss ich das irgendwie aufschreiben, aber ich weiß auch, was ich gemacht habe. Ja, jetzt, wenn Sie in einer Woche gucken, oder wenn Sie in einer Woche nochmal überlegen, was Sie gemacht haben, ohne diese Doku, dann wissen Sie nicht, was Sie gemacht haben. Und dann werden Sie wieder dran sitzen, vorm Bibliothekskatalog, und Sie werden wieder eingeben, Marketing Duft. Und dann kommen die gleichen Sachen, und das ist das, was frustrierend ist. Deswegen, diese kleine Doku kann man genauso gut auf dem leeren Blatt machen, und fertig. Also, ah ja, und Sie könnten da drin eben noch Sachen highlighten, und klar, das, was gar nicht funktioniert, wo Sie dachten, das ging, aber es geht nicht, das streichen Sie. Gut, jetzt haben Sie ein paar Suchbegriffe. Ihr Blatt kann noch wachsen, Ihre Excel-Tabelle kann noch wachsen, aber Sie haben schon mal was, wo Sie starten können. Und jetzt geht es darum, wo Sie starten.
Also wo wollen Sie die Suchbegriffe denn jetzt überhaupt eingeben? Und das Schöne ist, dass das universell immer gleich sein wird. Also wo fange ich mit der Suche an? Es kommt darauf an, was ich brauche. Brauche ich gerade eben E-Books und Bücher oder brauche ich Fachartikel und Statistiken? Es ist so, dass ich normalerweise am Anfang immer Bücher und E-Books brauche. Immer. Weil ein Buch hat einen Anfang und dann baut es langsam auf dem auf. Die Lernkurve von einem Buch ist relativ. Sie steigt nicht steil an. Das will ich damit sagen. Während ein Fachartikel, der hat eigentlich gar keine Steigung. Ein Fachartikel ist eine Wand. Und entweder kommen Sie drüber oder nicht. Entweder haben Sie das Vorwissen oder nicht. Und bei einem Buch ist es eben so, gut, es setzt schön auf, es baut auf sich selber auf, es geht linear durch. Am Ende gibt es noch einen schönen Ausblick, was man jetzt noch tun könnte. Und Sie verstehen jetzt die Welt. Aber ein Buch dauert halt auch sehr lang zu schreiben. Wenn Sie ein Buch hernehmen und das Buch ist von 2018, Sie denken sich, okay, dann wurde dieses Buch wahrscheinlich 2014 angefangen. Ein Buch braucht 3 bis 4 Jahre, ein Fachbuch, bis es mal fertig ist. Also ein sehr neues Thema, wo gerade eben erst im Kommen ist. Da werden Sie zu einem, Sie werden da kein Buch dazu finden. Sie werden ein paar Fachartikel finden und dann müssen Sie eben Bücher hernehmen, die zum Vorthema sind. Damit meine ich, wenn Sie jetzt ein neues Thema haben wie bezahlen mit dem Handy, meinetwegen, dann werden Sie vielleicht wenig Bücher dazu finden, aber es gibt wahrscheinlich schon Bücher über, wie das Betriebssystem an sich gestrickt ist von dem jeweiligen Handy. Es gibt garantiert Bücher über Zahlungsverkehr, Zahlungsverkehrssicherheit. Und dann können Sie diese grundlegenden Bücher hernehmen und dann von denen den Transfer machen zu Ihrem neuen Thema. Weil nichts anderes hat der andere mit seinem Buch gemacht, das er vielleicht gerade eben schreibt. Aber Sie werden sehr wenige Bücher an sich zu genau dem Thema bezahlen mit dem Handy finden, weil es eben so lang dauert. Das heißt, Sie lesen am Anfang die Bücher, die grundlegend sind, dann haben Sie einen guten Überblick, einen guten Grundstamm. Man kann es wirklich als Stamm und als dicke Äste betrachten. Und dann tun Sie nachher die ganzen Fachartikel und Statistiken lesen. Das wären Ihre Äpfel und die Blätter. An dem Bild erkennt man, Sie können nicht mit den Fachartikeln anfangen. Sie können nicht sagen, okay, ich hätte jetzt gern diesen wunderbaren Baum des Wissens und jetzt schmeiße ich hier einfach 700 Äpfel auf den Haufen und erwarte, dass das zusammen eine Struktur gibt. Das klappt nicht. Die Äpfel hängen nicht miteinander zusammen. Es gibt keinen Baum, der das verbindet. Sie haben Wissen, das punktuell ist, aber keine Zusammenhänge. Die Zusammenhänge kriegen Sie aus den Büchern. Aber irgendwann sind die Bücher halt fertig, weil es dauert so lange, eins zu schreiben. Und dann gehen Sie rüber in die Fachartikel und lesen hochspezifische einzelne Dinge zu einem ganz brandaktuellen Thema. Also Sie können jetzt ein Buch lesen über Zahlungsverkehr und über bestimmte Betriebssysteme von Handys. Und dann können Sie einen Fachartikel lesen, der über die Verwendung von dieser bestimmten App unter nur der genauen iOS-Version beim Kauf von Lebensmitteln in einem bestimmten Land handelt. Und sowas finden Sie in einem Fachartikel, aber halt nicht die Grundlagen. Heißt für Sie, klarer Auftrag, erst die Bücher und die E-Books, dann die Fachartikel und die Statistiken. Wird immer so sein, bei jedem Thema. Außer Sie haben schon das Vorwissen, dann haben Sie ja irgendwann schon die E-Books gelesen und die Bücher, dann können Sie den Schritt ein bisschen überspringen. Aber ansonsten, ich habe noch keine Ahnung, Bücher, dann später Fachartikel, Statistiken. Und das Schöne ist jetzt, dass es bei jeder Bibliothek, egal wo, an jeder Hochschule, an jeder Uni, egal, immer gleich sein wird. Sie haben in dem Bibliothekskatalog der Bibliothek immer die Bücher und die E-Books drin. Und Sie haben in den Fachdatenbanken der Bibliothek immer die Fachartikel und die Statistiken drin. Ich zeige Ihnen gleich nachher, wie das bei uns auf der Homepage aussieht, bei der HNU. Aber für Sie heißt es jetzt auf jeden Fall, anfangen im Bibliothekskatalog. Später dann erst in die Fachdatenbanken reingucken. An der Stelle stimmt nicht hundertprozentig. Ich würde, bevor ich das Thema meiner Arbeit festsetze, schon einmal recherchieren in beiden Quellen. Nicht nach bestimmten Büchern oder so, sondern einfach um zu wissen, gibt es jetzt da viel. Wenn ich jetzt Marketing und Duft eingebe, kommen da jetzt 8 Bücher, 80, 800? Das gibt mir eine Idee von der Größenordnung. Genauso in den Fachdatenbanken. Weil wenn ich merke, oh, da gibt es gar nichts,
dann sollte ich mein Thema anders wählen. Aber bei der eigentlichen systematischen Recherche nachher erst Bücher, später Fachdatenbanken. Ah ja, und das können Sie alles von daheim machen. Sie können über EZ-Proxy, hier ist der Link, alles von daheim aufrufen, was die Bibliothek hat an E-Books und fast alle Fachdatenbanken. Das heißt für Sie, ein guter Ablauf ist in aller Regel der, Sie gehen erst im Internet ein bisschen umher, Sie schauen, was es da so gibt. Das machen Sie eh und das kann man wirklich einfach sagen, dass das in Ordnung ist. So eine explorative Recherche, wunderbar, können Sie gern machen. Also Sie erhalten einen Überblick, Sie finden da vielleicht raus, wer da was macht zu dem Thema. Vielleicht gibt es ein bestimmtes Forschungsinstitut, das genau dazu publiziert und Sie denken sich, jawohl, sehr gut, jetzt habe ich hier 30, 40 Arbeitspapiere von dem Institut. Sowas finden Sie im Internet raus. Dann gehen Sie in den Bibliothekskatalog, finden die wenigen Fachbücher, die Sie brauchen, lesen die und gehen dann in die Datenbank rein, wenn Sie das Grundwissen haben. Wird immer so sein. Es gibt jetzt noch weitere Quellen. Ich nenne die hier mal kurz. Einmal die EZB, die zeige ich nachher noch. Und dann noch die Abschlussarbeitendatenbank, in dem Fall von der HNU. Das sind aber jetzt eher so Nebeneinstiege. Die Hauptsuche war das, was ich vorhin gerade eben gesagt habe. Auch das lässt sich aber wieder von zu Hause nutzen. So, jetzt geht es rüber in die Suchstrategie. Und jetzt würde ich Ihnen die einzelnen Quellen zeigen. Erst zeige ich die Ihnen so ein bisschen, ohne groß auf die Strategie einzugehen. Und danach zeige ich Ihnen, wie ich jeweils da drin strategisch suchen würde. So, wir sind hier jetzt gerade eben auf der Homepage der HNU. Ich gehe jetzt hier auf den Link Bibliothek und lande bei der Bibliotheks-Homepage. Da sind immer die Öffnungszeiten genannt. Und wir haben hier rechts, wenn wir da mal ein bisschen ranzoomen, den Bibliothekskatalog. Wir haben dann da die Fachdatenbanken und wir haben die EZB, die elektronische Zeitschriftenbibliothek. Das sind eigentlich die drei Quellen, die Sie brauchen. Entschuldigung, das ist alles, was Sie brauchen. Im Bibliothekskatalog sind die Bücher und die E-Books. Alles Kleinteiligere finden Sie in den Fachdatenbanken. Und was die EZB macht, sage ich nachher noch. Die kann nur eine Sache, aber da ist es sehr gut drin. Also, Bibliothekskatalog. Machen wir den mal auf. Und erklären den nur ganz grundlegend, wie man in dem strategisch sucht, sage ich gleich nachher noch. Entschuldigung. Dann machen wir es so. Wir tragen jetzt hier bei alle Felder erstmal nur ein Suchwort ein. Duftmarketing. Und dann schicken wir das ab, um zu sehen, wie die Oberfläche hier so funktioniert. Und jetzt sehen wir da eben, jawohl, wir haben hier eine Trefferliste. Und das sind verschiedene Arten von Treffer drin. Da gibt es einmal E-Books. Hier steht dran Volltext, das ist dieses Ad-Zeichen, deswegen ist das ein E-Book. Dann gibt es Bücher, die sind ausleihbar und die sind, also die sind physisch vorhanden und die sind ausleihbar. Und es gibt Bücher, die sind physisch vorhanden und die sind gerade eben nicht ausleihbar. Ja, das eine ist jetzt hier gerade im Geschäftsgang, das heißt, das wird vielleicht inventarisiert oder bearbeitet, kriegt vielleicht ein neues Etikett. Und das hier wäre gerade eben entliehen bis 9. Januar in diesem Fall, ja. Also dieses Buch ist entliehen und dieses Buch ist nicht entliehen, das ist da. Das ist der Unterschied bei den gedruckten Büchern. Gucken wir da mal näher hin. Wo finde ich jetzt dieses gedruckte Buch an der HNU-Bibliothek? Einfach, immer alles nach dem Slash. Dieses 100 vorne dran gibt uns die Zweigstelle. In dem Fall 100 ist einfach die einzige Zweigstelle, die wir haben, eben der Lesesaal im Hauptgebäude. Und innerhalb von der Zweigstelle nach dem Slash muss ich dann zu dieser langen Signatur. Was heißt das? Der Lesesaal ist geordnet von A bis Z. Ich gehe hin zu Q, innerhalb von Q gehe ich dann zu P und innerhalb von QP gehe ich zu 620 und so weiter und so fort. Da steht dieses Buch. Ich muss es mir selber holen. Ich kann Bücher, die ausleihbar sind, nicht irgendwie reservieren. Ich muss da hingehen. Dann gibt es eben die Bücher, die entliehen sind, entweder weil sie gerade bearbeitet werden oder weil sie wirklich von einer realen Person entliehen sind. Und Sie sehen, das ist hier ein Link, da kann ich draufklicken. Ich mache das jetzt auch mal. Und dann fragt mich jetzt der Katalog hier nach meiner Nummer. Und die Nummer, die steht auf meinem Bibliotheksausweis drauf.
diese Bibliotheksnummer, steht hier nochmal auf der Campuscard. Mein Passwort ist standardmäßig mein Geburtsdatum in sechsstelliger Form. Das heißt nur die letzten beiden Jahreszahlen, nicht die ersten beiden. Login. So, jetzt bin ich drin. Nicht speichern. Steht auch hier nochmal dran, ich bin angemeldet. Und ich kann jetzt dieses Buch hier unten vormarken. Ich muss diese Vormarkung hier noch bestätigen. Die erlischt spätestens zu einem Datum weit in der Zukunft. Also wenn das Buch bis dahin nicht zurückgekommen wäre, wäre die Vormarkung draußen. Aber das ist nicht realistisch. So lange Leihfristen hat niemand. Deswegen können Sie sagen, jawohl, bestätigen. Und dann ist das vorgemarkt für Sie. Steht das hier dran? Die Aktion wurde erfolgreich durchgeführt. Also so kriegt man ein Buch, das vorgemarkt oder das entliehen ist, so können Sie sich das vormarken. Was passiert jetzt, wenn das Buch kommt? Sie kriegen eine E-Mail. Ich zeige Ihnen gleich noch, wo die hingeht, aber ich möchte jetzt noch kurz was auf für die E-Books sagen. Ich gehe zurück zur Suchanfrage. Doch, schicken wir nochmal genauso ab. Die Suche. Was ist mit dem E-Book? Wann komme ich da dran? Naja, wenn ich auf dem Campus bin, im EduRoam, dann kann ich hier direkt auf Volltext draufklicken und dann komme ich zu diesem E-Book. Das sieht dann je nach Verlag ein bisschen anders aus. In dem Fall ist es jetzt hier der Verlag Springer. Und ich kann da sagen, jawohl, Download Book, das komplette Buch. Der nächste Verlag hat es vielleicht nach Kapiteln geordnet. Also da gibt es dann kein Gesamt-PDF, da gibt es nur Einzel-PDFs. Das ist die Entscheidung der Verlage, da haben wir keinen Einfluss drauf. Was mache ich, wenn ich das Gleiche daheim machen möchte? Wenn ich von daheim komme, dann nutze ich den Reiter hier, den Kasten hier, E-Books von zu Hause öffnen. Mit EZ-Proxy können Hochschulangehörige alle lizenzierten E-Books von zu Hause öffnen. Die lizenzierten E-Books finden Sie im ersten Reiter der Trefferliste. Okay, was heißt das? Naja, ich klicke das Ding mal an. Und hier ist jetzt der Dienst. Da brauche ich die PC-Kennung der HNU, also so wie ich mich normalerweise am Rechner anmelde. Und habe jetzt einen Rechercheeinstieg, der mir alles, was daheim aufgeht, auflistet. Also den Bibliothekskatalog, aber auch noch einige andere Sachen. Und alles, was ich jetzt von hier aus anklicke, also durch Klicken öffne, das wird daheim auch aufgehen. Was meine ich damit? Dieses E-Book hier wird jetzt aufgehen, aber nur, weil ich mich durch Klicken von dieser EZ-Proxy-Startseite bewegt habe. Es steht jetzt hier dran, Download Book und nicht Kauf das Buch, weil der Springer Verlag mich wieder erkannt hat. Und ich sehe jetzt hier oben in meiner URL drinne EZ-Proxy mit drin. Das ist das Zeichen. Eine Sitzung in EZ-Proxy funktioniert darüber, dass jeder Link erweitert wird um dieses kleine Ding. Das heißt, ich kann meine Sitzung killen, wenn ich jetzt von Hand drüber schreibe. So, jetzt ist in dem Tab keine gültige Sitzung mehr drin. Oder indem ich einen neuen Lerntab aufmache, auch in dem ist keine gültige Sitzung drin. Ich muss mich durchklicken von dieser Homepage hier zu dem entsprechenden Angebot bewegen, dann gehen die Dinge auf. Und meine alten Tabs, die ich vorher schon offen hatte, die werden nicht nachträglich irgendwie aktiviert, da verändert sich hier nicht der Link, nur alles, was ich ab hier neu anklicke. Gut. Gehen wir zurück zum Bibliothekskatalog. Auch bleiben wir doch direkt in der EZ-Proxy-Sitzung, ist eigentlich egal. So, nochmal Duftmarketing. Also, wir haben hier diese 8 Bücher. Die E-Books habe ich jetzt erklärt und dieses eine Buch hatte ich mir jetzt ja vorgemerkt. Da steht jetzt hier auch dran, entliehen bis so und so lang, Vormarkungen 1. Das bin ich. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr angemeldet. Ich habe den Katalog jetzt zwischendurch geschlossen. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wo die E-Mail hingeht, wenn das Buch da ist, dann kann ich mich auch nochmal anmelden, entweder hier oder da bei Konto. Also melde ich mich nochmal an. So, jetzt bin ich drin. Und ich kann jetzt bei erstmal meine Ausleihen sehen, was ich gerade im Entliehen habe. Dann bei den Bestellungen könnte ich einsehen, was schon für mich da ist. Da würde dann jetzt hier dran stehen, abholbar bis einschließlich und dann steht der Tag drin, bis wann es da ist. Die Bücher stehen immer mindestens 5 Werktage da.
Und bei den Vormarkungen sehe ich, was ich mir vorgemerkt habe, worauf ich also noch warte. Hier steht jetzt nicht die Leihfrist, aber ich kann das Medium hier nochmal im Katalog suchen, weil oft ist es so, dass wir ein Buch nicht nur einmal haben, sondern 4-5 Mal. Und dann wäre es nicht sinnvoll, hier nur eine Leihfrist zu nennen. Sie können das Medium dann hier suchen und dann kriegen Sie gleich alle Treffer und dann sehen Sie, ah, von den 5 Büchern kommt das eine am frühesten zurück. Das werde ich dann wahrscheinlich bekommen. Und Sie können das hier auch stornieren wieder. Mache ich jetzt mal, weil ich will das Buch hier nicht wirklich und ich will dem armen Mensch sein Buch nicht wegnehmen. Aber wo geht jetzt die E-Mail hin, wenn mein Buch wirklich da wäre? Naja, hier bei Benutzerdaten, da steht dann nochmal drinne, wo genau diese E-Mail dann nachher hingeht, nämlich in diesem Fall an diese Adresse. Da könnte ich noch einige Sachen ändern, wenn ich jetzt wollte. Ich kann auch mein Passwort ändern, was ich gemacht habe, weil sonst wüssten Sie jetzt, wie Sie sich bei mir einloggen können. Das wäre blöd, aber es klappt nicht. Haha. Dann, wenn wir das jetzt haben, dann würde ich Ihnen noch mal kurz zeigen, was da für andere Treffermengen drin waren im Katalog. Wir hatten nämlich gerade eben diese 8 Treffer hier, aber es gibt obendrauf jetzt noch irgendwie 2 andere Reiter. Und das ist in immer mehr Katalogen der Fall und die würde ich Ihnen auch noch kurz erklären. Wir haben jetzt hier den Katalog der Hochschulbibliothek. Das sind unsere Bücher und E-Books. Daneben haben wir hier die Fernleihe. Und wenn man da mit der Maus auf dieses i drauf geht, dann steht dran, was da für Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man dieses Buch bestellen kann. Und wichtigste Voraussetzung wäre erstmal, es ist bei uns nicht vorhanden. Das heißt, also dieser Verbundkatalog von Bayern, da stecken auch unsere Bücher mit drin. Sprich, diese 8 Bücher, die hier sind, sind in den 34 hier mit drin. Aber ich kann nichts, was wir selber besitzen, an der HNU, bestellen. Es muss nicht vorhanden sein. Das ist Voraussetzung. Egal wie lang es bei uns entliehen ist, es ist vorhanden und kann deswegen nicht bestellt werden. In dem Fall senden Sie uns eine E-Mail, dass wir das Buch vielleicht nochmal nachkaufen. Dann kann man da über den Weg drankommen, aber Fernleih wird nicht gehen, wird einen Negativbescheid geben. Außerdem muss das Buch gedruckt sein. Eine E-Book-Fernleihe, das kommt jetzt so allmählich, aber es ist meistens immer noch so, dass es nicht gehen wird, weil der Verlag explizit sagen muss, ja, dieses E-Book darf laut Lizenzvereinbarung zwischen Bibliotheken versendet werden. Die allerwenigsten Verlage sagen das und wenn es der Fall ist, dann muss trotzdem die Bibliothek jeweils erstmal den Lizenzvertrag rauskramen und da genau nachlesen. Meistens wird es nicht gehen, das ist die aktuelle Rechtslage. Das heißt, Sie bestellen das gedruckte Werk, nicht das E-Book. Klicken wir da mal drauf, dann sehen wir, worüber wir sprechen. Also auch hier gibt es wieder E-Books und auch da gibt es wieder gedruckte Bücher. Und das können Sie eben nicht bestellen, aber dafür nehmen Sie dann das andere hier zum Beispiel. Ah, das ist das bisschen ältere. Die Sortierung hier drin ist immer erstmal nach Relevanz. Die kann man jetzt auch umdrehen nach Jahr zum Beispiel. Dann sind die gleichen Bücher auch beieinander. Aber auf jeden Fall, es muss bei uns nicht vorhanden sein, es muss gedruckt sein. Es sollte über 15 Euro kosten, weil uns die Fernleihe deutlich über 15 Euro kostet. Ansonsten ist nicht tragbar. Und es muss akademisch, also für akademische Zwecke sein. Sie können jetzt nicht Romane bestellen. Wenn Sie jetzt eine Literaturarbeit schreiben über einen bestimmten Roman, ja, das würde dann gehen. Aber bestellen Sie Dinge, die akademisch sind und bei einem anderen wird wahrscheinlich nicht durchgehen. Wie bestellt man hier drin jetzt was? Ich bin ja gerade schon angemeldet. Jetzt gucke ich mal gerade eben, ich klicke mal den hier an, dann gehe ich jetzt in diesem Fall auf Verfügbarkeit, oder nicht in diesem Fall, in jedem Fall, gehe ich immer auf Verfügbarkeit und kann jetzt hier bei Fernleihe, Titel ist im Verbund verfügbar, auf Fernleihe durchführen klicken. Dann bekomme ich dieses Buch. Voraussetzung ist ja, dass wir es nicht haben, das sehe ich hier auch nochmal, im lokalen Bestand wurde kein korrespondierender Titel ermittelt. Also wir haben den nicht. Wenn Sie diesen Reiter, diesen Link nicht direkt sehen, dann müssen Sie hier auf weitere Möglichkeiten klicken. Dann öffnen sich weitere Schubladen in der Verfügbarkeit. Ich blende das jetzt mal auf. Die sind versteckt, weil das ansonsten die Performance vom Bibliothekskatalog stark einschränken würde, wenn man das sofort immer berechnet. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt hier immer die Fernleihe im Bibliotheksverbund Bayern. Die machen Sie bitte immer, weil dann bleibt es innerhalb von Bayern. Es kommt günstiger, es kommt schneller an für Sie und ist günstiger für uns. Hier, wenn es jetzt in Bayern nicht verfügbar wäre,
dann können Sie immer noch eine offene Fernleihe machen. Da machen Sie dieses Formular auf und dann kommt es eben möglicherweise aus dem Norden von Deutschland. Dauert ein bisschen länger. Ja, das sind eigentlich die beiden Sachen, die Sie hier machen können. Und in beiden Fällen kommt einfach ein leeres Formular. Klicken wir das mal gerade an. Dauert ein bisschen länger gerade eben. Und in diesem leeren Formular steht dann nur noch mal drinne, welcher Titel gerade eben bestellt wird. Oh, das ist natürlich jetzt schlecht, gerade in der Schulung, wenn ich sie aufnehme. Versuchen wir es nochmal. Ah, okay. Fast. Nochmal. Ja, jetzt. Okay, also Fernleihbestellung Buch. Da steht einfach nochmal drin, was ich gerade bestelle. Hier steht das Buch nochmal dran und ich muss nichts mehr machen, außer hier unten links auf Fernleihbestellung abschicken zu klicken. Ich könnte alternativ auch sagen, ich will eine Kopie aus dem Buch. Das kostet mich dann 1,50 und ich kriege ein Kapitel aus dem Buch. Was für einen Sinn gibt es? Naja, manchmal bestelle ich was nicht aus einem Buch, sondern aus einer Zeitschrift. Da gibt der Knopf Sinn. Hier jetzt nicht. Ich kriege das ganze Buch umsonst als HNU-Angehöriger. Wunderbar. Dann bestelle ich doch das ganze Buch. Das kommt dann im Schnitt 7 Werktagen zu mir. Ich kriege wieder eine Mail. Kopie für 1,50? Nee. Aber bei einer Zeitschrift, da können Sie das machen. Bei einer Zeitschrift, ich schließe das jetzt, weil ich will das Buch ja nicht wirklich bestellen, aber sagen wir, Sie suchen nach einer bestimmten Zeitschrift. Nehmen wir mal die Zeitschrift Thorax, die haben wir nämlich garantiert nicht. Also ein Titel vielleicht und dann eine Zeitschrift. So. Ja, die hier jetzt zum Beispiel, die hätten wir nicht. Dann klicken wir die an, gehen wieder auf Verfügbarkeit, sind wir schon, blenden unsere Möglichkeiten ein. Und da kann man dann einen Artikel aus der Zeitschrift bestellen. Für diese 1,50. Und die 1,50 sind auf jeden Fall besser als die 40 bis 100 Euro, die normalerweise der Verlag für diesen einzelnen Aufsatz haben möchte. Also Bibliotheksverbund Bayern, Fernleihe durchführen. Das muss ich eben sagen, aus welchem Jahr, also von 2015 meinetwegen, weil jetzt wird schon geprüft, welche Bibliotheken überhaupt diesen Jahrgang haben. Und dann wird jetzt gerechnet, ich muss mal jetzt gerade eben hoffen, dass es jemand hat. Ja, hat jemand, es geht weiter. Und jetzt muss ich halt noch sagen, was ich bestelle. Also aus dieser Zeitschrift brauche ich einen Aufsatz mit diesem Titel, von diesem Autor, Seiten ist noch ein Pflichtfeld und dann kann ich das hier unten abschicken. Ich muss vorher noch versichern, dass ich es nicht zu kommerziellen Zwecken bestelle, aber dann kann ich die Fernleihbestellung abschicken. Und dann kommt dieser Aufsatz normalerweise relativ schnell, wenn die Bibliothek einen Fax hat, bei uns raus in der Bibliothek. Sie kriegen eine E-Mail, 1-2 Werktage normalerweise, kann auch länger dauern, vor allem wenn die eben keinen Fax haben, müssen sie es per Post schicken. Und dann gehört der Ihnen für die 1,50. Wenn Sie mehr als 40 Seiten bestellen, was fast nie vorkommt, dann wird es teurer. Aber normalerweise 1,50. Gut, also so würden Sie im Bibliothekskatalog bestellen, wenn Sie in der Fernleihe sind. So, das war ja hier die Fernleihe. Was ist jetzt hier noch dieser dritte Treffer? Oder der dritte Reiter, Entschuldigung. Also gehen wir zurück zur Suche und machen mal nochmal eine neue Suche, nochmal mit Duftmarketing. Jetzt muss ich hier unten noch die Erscheinungsform wieder rausnehmen. Ich will ja nicht nur Zeitschriften. So, klicken wir nochmal durch. Also, wir hatten da 7 Treffer im Moment. Moment, ach, im Titel Duftmarketing. 7 bei Fernleihe, keinen in unseren eigenen. Und bei Aufsätze und mehr habe ich 23 Treffer. Was sind jetzt Aufsätze und mehr? Das ist eine Schnittmenge aus unseren Datenbanken. Also man sieht hier drüben auch so ein bisschen, was für Daten da jetzt abgefragt werden. Wir sehen hier zum Beispiel was aus der Wieso und da aus dem Anbieter ProQuest. Von diesen Treffern hier drin sind nur manche mit dem Volltext. Das sind die mit dem Volltext-Button. Was ist jetzt zum Beispiel der hier? Ist da ein Volltext dran oder der hier? Nee, eher nicht. Kann ich auch anklicken. Mehr zum Titel. No Fulltext, also kein Volltext. Zurück zur Trefferliste. Ich würde diesen Reiter hier nur benutzen, um zu sehen, ob es an sich Treffer gibt oder nicht. Aber ich würde in dem hier nicht systematisch suchen. Der Grund ist, dass die Fachdatenbanken, die hier abgefragt werden, das sind einmal nicht alle, also nicht alle Datenbanken wollten hier erscheinen. Sie verlieren also Sachen. Und zum anderen können sie hier nicht schlau suchen.
Und mit schlau suchen, das machen wir als nächstes, wenn wir in den Datenbanken waren, was das eigentlich heißt. Aber hier drin wirklich Ersteinstieg, erster Überblick, meinetwegen, aber ansonsten systematische Recherche nicht hier drin. Wir werden sehen, warum. Gut, also das wäre das, was der Bibliothekskatalog hat. Drei Reiter, jeweils auch nochmal erklärt, was da drin steckt, wenn man da auf das i drauf geht. Und alles, was elektronisch da drin ist, können Sie von daheim aufrufen, wenn es in unserem Bestand ist, das heißt, wenn es im Katalog der Hochschulbibliothek ist. Sie können ein E-Book, das Sie nur in der Fernleihe finden, eben nicht von daheim öffnen, weil wir es nicht haben. Hätten wir es gehabt, wäre es ja schon in unserem Katalog mit drin gewesen. Alle, die hier drin sind als E-Book, gehen daheim auf. Alle, die Sie hier neu finden, ignorieren Sie, bestellen Sie das Printexemplar, weil als Fernleihe können Sie ein E-Book nicht bestellen. Meistens nicht. Okay, das war der Katalog. Da waren jetzt einige Informationen drin, die jetzt halt nur katalogspezifisch waren. Da war jetzt auch dieses ganze Fernleih- und Fernleih-Kopiebestellungszeug drin. Aber im Wesentlichen geht es mir darum, das hier ist Ihre Quelle für Bücher und für E-Books, wo Sie am Anfang suchen. Wir haben noch nicht strategisch gesucht, ich habe Ihnen das noch nicht gezeigt. Ich will Ihnen jetzt im Unterschied die Datenbanken zeigen und dann gehen wir nochmal in den Bibliothekskatalog zurück. Also, jetzt zoome ich mal ein bisschen raus, so würde das normalerweise aussehen. Wir haben hier eine Datenbankliste, erstmal die Nutzungsbedingungen und dann drunter eine Liste, eine alphabetische Liste mit den Datenbanken, die wir haben. Okay, und da würde ich jetzt mal bei den Top-Datenbanken der Wirtschaftswissenschaften bleiben. Das passt für die meisten der Studierenden an der HNU und auch sonst. Da ist generell sehr viel drin. Sie sehen auch hier jetzt noch eine recht lange Liste und die mag einschüchternd wirken, braucht es aber nicht. Weil Sie können oft anhand von den Informationen, die hier stehen, schon sagen, trifft mein Thema oder trifft mein Thema nicht. Zum Beispiel hier die OECD, Thema Volkswirtschaftslehre. Wenn Sie kein Volkswirtschaftsthema haben, dann sind Sie hier durch. NWB, Steuerrecht, Wirtschaftsrecht, Rechnungswesen. Haben Sie ein Steuerrechtsthema? Wunderbar, ansonsten brauchen Sie hier wahrscheinlich gar nicht rein. Palgrave enthält Wörterbucheinträge. Das ist ein Dictionary eigentlich. Also Sie können hier Definitionen finden, aber nicht arg viel mehr. Das, was hier normalerweise als große, große Fachdatenbank gilt, das sind die Dinger, wo es relativ breit dran steht, was das Thema wäre, wo dran steht, dass Sie Zeitschriftenartikel haben. Das ist der Kern von jeder Fachdatenbank, außer es ist eine statistische Datenbank. Das wären in dem Fall die ABI zum Beispiel, aber auch die nächsten, also die Business Source und dann auch die Emerald Insight. Die sind sehr groß und auf Englisch. Und ganz unten haben wir hier die WISO, das ist die einzige große deutsche wirtschaftswissenschaftliche Datenbank. Und ich gehe jetzt mal kurz in die ABI und ich gehe in die WISO parallel. So, das wäre diese ABI. Dann machen wir parallel noch die WISO auf. So. Also wir sind drin. Und einfach um Ihnen mal den Unterschied zu zeigen zwischen einer Fachdatenbank und dem Bibliothekskatalog, gebe ich jetzt auch mal Duftmarketing ein. Ganz stupide, ich habe mir nichts überlegt, habe die Suchoberfläche nicht angeschaut. Einfach nur Duftmarketing. Vorhin hatte ich noch 8 Treffer bei Titel, beziehungsweise so um die, ja, nicht arg viel mehr bei alle Felder. Und jetzt habe ich hier schon 657. Also schon, wir sind woanders. Wir sind in einer anderen Liga. Vergleichen wir das mal mit dem Überthema vielleicht. Also gehen wir zurück zum Bibliothekskatalog und suchen da mal nach Marketing. Also, wie viele Bücher haben das Wort Marketing irgendwo? 8000. Okay, ordentlich. Kann man lassen. Dann sagen wir der WISO, okay, wie viele hat denn die WISO zu Marketing? Da lacht die WISO nur und sagt uns, naja, bald 4 Millionen. Also da ist der Unterschied. Wenn ich jetzt auf diesen Home-Button klicke, dann sehe ich auch, insgesamt sind hier 283 Millionen Treffer drin. Davon übrigens die meisten bei Presse. Gucken wir mal das gleiche bei der Datenbank ProQuest. Wie viel hat die ProQuest zu Marketing? Nicht die ProQuest-Datenbank, das ist der Anbieter. Aber immerhin auch noch über 2 Millionen. Okay. ProQuest ist der Anbieter und diese eine Datenbank heißt hier jetzt
ABI Inform Global. Von Progress haben wir mehrere Datenbanken, das heißt, diese Art von Oberfläche werden wir immer wieder sehen. Gut, das heißt, in Datenbanken steckt sehr viel mehr drin, aber das ist auch gut, weil wir suchen in Datenbanken hier nach einem spezifischen Fachartikel. Wir brauchen kein Grundlagenwerk zum Marketing mehr, wenn wir in der Datenbank angelangt sind. Die haben wir gelesen in den Büchern. Hier drinne brauchen wir einen hochspezifischen Aspekt, also Marketing mit Gerüchen, aber nur in Banken und auch nur in den USA. Das wäre ein Thema für eine Fachdatenbank. Und dann könnte man eben Marketing und Smell und Financial Sector und was weiß ich. Das machen wir nachher, das zeige ich Ihnen. Ich möchte hier erstmal nur noch zeigen, was an sich drin steckt, nämlich einzelne Artikel, die entweder einen Volltext haben oder nicht. Die hier haben jetzt keinen Volltext und der hier hätte einen Volltext. Das sehe ich hier an diesem Link, Volltext PDF. Ich könnte hier auch einschränken, nur noch auf den Volltext. So, jetzt sind es ein paar weniger. Und dann haben jetzt alle hier drin einen Volltext. Ich könnte den jetzt runterladen, da habe ich das PDF. Genauso bei der anderen Datenbank, bei der Viso. Auch da kann ich jetzt suchen. Und wenn ich hier drin meine Suche ausgeführt habe, dann kann ich da drin einschränken auf Fachzeitschriften. In der Viso ist es so organisiert, dass die Dinge ohne Volltext bei Literaturnachweis stecken. Also die haben keinen Volltext. Alles bei Fachzeitschriften hat einen Volltext. Deswegen gibt es keinen extra Volltext-Button mehr. So, und dann habe ich hier drin jetzt die Treffer aus den Fachzeitschriften. Die liegen entweder so vor, also im HTML-Format, oder die liegen im PDF-Format vor. Ich kriege jetzt hier übrigens einen neuen Unterfilter. Also unterhalb von Fachzeitschriften kann ich jetzt sagen, okay, nur noch die Zeitschriften von Marketing und Werbung. Und dann kriege ich eben nur noch diese Treffer. Ah, wir sehen, die haben jetzt hier alle ein PDF dran. Und innerhalb von Marketing und Werbung habe ich jetzt übrigens die einzelnen Zeitschriften. Ich kann jetzt sagen, nur ich will eigentlich nur noch die Treffer aus der Werbung und Verkaufen haben. Klicke ich die an. Und dann habe ich eben nur noch diese Treffer. Okay, aber das ist immer noch nicht wirklich schlau gesucht. Ich habe Ihnen jetzt den Unterschied gezeigt zwischen dem Bibliothekskatalog und den Fachdatenbanken. Einfach, da ist sehr viel mehr drin in den Fachdatenbanken, im Katalog eher weniger. Es gibt viel weniger Bücher auf der Welt, als dass es Fachartikel gibt. Wie geht man jetzt strategisch vor? Gehen wir mal kurz in die Präsentation und dann zeige ich Ihnen das so ein bisschen. Also, strategisch suchen heißt, Sie nähern sich langsam an. Das ist mal das Erste. Sie geben einen einzigen Begriff ein zu Ihrem Thema und wenn jetzt schon wenig kommt, dann sind Sie fertig. Und nur wenn Sie dann sehr viel haben, können Sie diese Treffermenge noch irgendwie kleiner machen. Oder Sie können die auch größer machen, wenn die Ihnen zu klein vorkommt. Aber am Anfang geben Sie einen Begriff ein. Wir haben ja vorhin Duftmarketing eingegeben und da kamen jetzt keine 30 Bücher. Wenn ich jetzt einen weiteren Begriff eingegeben hätte, also sagen wir, gucken wir uns das mal an. Gehen wir in die Suche und sagen jetzt nochmal Duftmarketing, Enter für Abschicken. So, 8 Treffer. Es gibt jetzt absolut keinen Sinn, noch irgendwie Duftmarketing, Einsatzbereiche oder sowas einzugeben. Das ist ja nur eine weitere Sucheinschränkung. Ich suche dann ja nur innerhalb von diesen 8 Treffern, die ich gerade eben habe. Es kann jetzt ja nur weniger werden. Ich schicke das mal ab, dann habe ich noch einen Treffer. Aber das war eine dumme Suchanfrage. Immer erst ein Wort eingeben, abschicken, schauen, wo wir stehen und dann wieder ansetzen. Dann überlegen, will ich es jetzt breiter machen oder enger machen? Also, wir sind fertig, wenn wir ungefähr 100 bis 200 Treffer haben. Wirklich. Das klingt jetzt nach viel, aber wenn Sie 100 bis 200 Treffer haben, dann gucken Sie eh bloß ungefähr die erste Hälfte durch. Danach wird es allmählich zu alt. Es gibt keine harte Grenze, wann was zu alt ist, aber normalerweise ist dann in der Zwischenzeit was passiert. Also wann ist ein Buch über Banken zu alt? Wenn es vor 2008 war, weil 2008 war die Finanzkrise und man hat gemerkt, dass Banken vielleicht nicht so aufgestellt sein sollten, wie sie es waren, weil die zu einer gewissen Krise geführt haben. Also ist ein Buch 2009 vielleicht schon wieder gut. Oder eben, wann es dann fertig geschrieben war nach der Krise. Wir wissen jetzt ja, ein Buch dauert eine Weile. Aber auf jeden Fall,
ist es so, dass Sie eine große Treffermenge schneller und einfacher durchgucken können als 20 einzelne Treffermengen. Ich habe mal eine Person bei uns in der Bibliothek sitzen sehen über 7, 8 Stunden und mit der ersten Suchanfrage, da hatte sie 240 Treffer und dann saß sie noch über Stunden da dran und hat noch ein anderes Wort hinten dran gehängt. Also nur noch ein Wort extra dran. Und dann hatte sie mal 80 Treffer, hat die durchguckt, dann mal 30 Treffer, hat die durchguckt, 50 Treffer. Und es waren immer wieder die gleichen Sachen. Und am Ende habe ich gemerkt, was die Person gemacht hat und habe gesagt, einmal diese 240 vom Anfang durchgucken, das wäre in einer halben Stunde erledigt gewesen, nicht mal. Und die Person hat dann auch gesagt, danke, aber warum nicht vor 7 Stunden diese Info? Und ich habe es halt erst da gemerkt, also war dann halt so. Deswegen an Sie jetzt der Tipp. Streben Sie eine große Treffermenge an, in der wenigstens noch alles drin ist. Gehen Sie die einmal durch. Die Treffer, die jetzt drin sind und die nicht passen, die tun nicht weh. Es tut nur der nicht mehr drinne wäre. Deswegen große Trefferlisten, viel Ballast, aber noch viele gute Treffer. Die durchgucken und dann sind sie durch. Dann haben sie diesen Treffer, dieses eine Wort in der Treffermenge komplett abgefrühstückt. Okay, also langsam annähern. Gucken wir uns das nochmal an. Obwohl, nee, machen wir es so. Wir gucken uns das an. Einmal hier im Bibliothekskatalog. Da hatten wir die 8 Treffer jetzt gerade eben. Und dann gucken wir uns das nochmal an in der Datenbank. Wieso? Auch jetzt hier mal Duftmarketing. Wo stehen wir jetzt hier? Das hatten wir nämlich noch nicht gemacht. Okay, doch, hat man gemacht, 660. Und wir sind jetzt schon fast an der Zielgröße, weil wenn ich jetzt sage, ich will nur noch Fachzeitschriften, ja genau, dann habe ich nur noch 216 Fachartikel zu dem Thema. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Presseinformationen, Presse sind Sachen, die kann ich als Praxisquellen ganz schön rannehmen. Da steht dann drin, dass diese und jene Firma das macht. Aber wenn es fachlich sein soll, dann eben in den Fachzeitschriften. Und diese 216 würde ich jetzt relativ durchgucken. Wirklich, weil wenn ich jetzt hier noch weiter einschränke, verliere ich ja nur wieder Sachen. Da schaue ich doch leichter die hier durch und weiß, ich habe alles gesehen, wo das Wort Duftmarketing in irgendwelchen Fachzeitschriften vorkommt. So, dann, wenn ich dann merke, dass diese Datenbank gut ist für mich, dann gucke ich mir mal deren Oberfläche an. Sie haben mich bis jetzt nur gesehen, wie ich da die Datenbanken aufmache und dann direkt in den einen Schlitz, wo da was steht, was eintrage. Aber wenn Sie merken, dass da viel Gutes drin ist, dann gucken Sie mal genauer, was da alles steckt. Zum Beispiel die Recherchestartseite. Kennen Sie alle Funktionen, die da stehen? Und klicken Sie mal auf die Hilfe. Wirklich, das sehen wir nachher. Da sind einige sehr, sehr gute Tools normalerweise versteckt. Also, wie würde das aussehen? Also, ich habe gemerkt, in der Wieso ist sehr viel drinne für mich. Kenne ich jetzt alle Schaltflächen von der Wieso? Naja, es gibt jetzt hier zum Beispiel. Da, oh, ein Thesaurus. Da ist der Thesaurus eingefunden, der eingebunden, der Standard-Thesaurus Wirtschaft. Hier kann ich nochmal Suchbegriffe finden. Okay, die habe ich vielleicht schon. Oder hier ist die Hilfe. Wenn ich da draufklicke, dann finde ich raus, wie ich die Suchworte miteinander verknüpfen kann. Das sind diese Operatoren, zu denen wir gleich noch kommen. Die stehen genau hier. Die kommen nicht aus dem Handbuch, das man für 40 Euro kaufen muss. Die kann man immer in der Hilfe nachschauen. Oder hier gibt es die erweiterte Suche. Da habe ich mehr Suchfelder. Okay. Da auch noch gleichen Wort dazu, welche Suchfelder hier Sinn geben. Aber das sind wir noch nicht. Jedenfalls gehe ich hier einmal mit wachem Auge durch, weil wenn hier irgendwo eine Schaltfläche ist, die toll ist, dann will ich die halt auch entdecken. Ich will nicht in einem Auto fahren und hätte die ganze Zeit eine Sitzheizung gehabt und habe sie aber nie gefunden. Also etwas, das mir das Leben sehr viel leichter macht. Geht es auch ohne? Ja, aber es ist halt nicht so schön. Hier zum Beispiel in der anderen Datenbank, was haben wir da an schönen Knöpfen, wenn wir so ein bisschen rumgucken? Wir haben hier den Knopf durch Fachleute geprüft. Okay, was macht er? Schauen wir uns mal an, wie arg der die Treffermenge verändert von 1,8 Millionen auf 233.000. Das sind jetzt noch die Artikel, die eine Peer Review durchlaufen haben. Peer Review heißt, der Artikel wird nicht einfach nur von dem Verlag akzeptiert oder selber so ein bisschen quergelesen, sondern der wird an unterschiedliche Experten des gleichen Feldes
gesandt. Und nur wenn alle Experten sagen, ja, doch, der passt, dann besteht der die Peer Review, die Review durch die Experten auf dem gleichen Feld. Und dann drucken die den ab. Und das macht eben, also wenn eine Zeitschrift das macht, dann braucht die erstmal die Experten, die Kontakte, das braucht Geld, das braucht Zeit. Es ist schwierig, das zu tun, aber wer das tut, der legt sehr viel Wert darauf, dass kein falscher oder schlecht gemachter Artikel in dieser Zeitschrift erscheint. Und das heißt, die Treffer, die sie jetzt hier übrig haben, das sind, kann man so sagen, die Diamanten unter ihren Treffern. Klar, ich habe jetzt ein paar verloren. Also nicht jeder Treffer von den 1,8 Millionen von vorher, die wir da hatten, war jetzt schlecht. Überhaupt nicht. Der war nur in einer Zeitschrift, die keine Peer Review macht. Oder er war in einer Treffermenge, die überhaupt keine Peer Review vorsieht. Zum Beispiel Dissertationen. Peer Review findet bei Zeitschriftenartikeln statt, aber eine Dissertation, die hier mit drin steckt, die kriegt überhaupt keine Peer Review. Die ist halt bestanden oder nicht, aber die wird nicht an drei Experten geschickt. Jedenfalls, auch das ist ein Knopf, der ist toll und den muss man halt erstmal finden. Oh, ah, die brauchen wir gerade sowieso nicht. Wir wollen dann wieder zurückgehen in die Präsentation. Oberfläche kennenlernen, also die Hilfe angucken, was da für Werkzeuge drin sind, zu denen kommen wir gleich. Und auch ansonsten, was gibt es da für schöne neue Knöpfe, die ich benutzen könnte? Also, das nächste, was wir haben, ist die Schneeball-Recherche versus die systematische Recherche. Schneeball heißt, ich finde einen guten Treffer und an dem hangel ich mich dann runter. Ich gucke in das Verzeichnis von diesem einen Treffer und sehe dann da, ja, der hat andere gute Sachen zitiert, jetzt hole ich mir die her, dann gucke ich, was haben die zitiert und so weiter und so weiter. Also ich komme schnell nach unten und komme recht schnell zu den Grundlagenwerken, zu den Bibeln auf einem Feld. Schön und gut, aber es kann halt auch sein, dass ich in so eine Zitiersackgasse reinkomme. Also einmal, ich gehe immer nur ins Ältere und irgendwann wird es halt dann vielleicht auch nicht mehr sinnvoll, je nach Fach. Aber vor allem könnte ich auch in einen Zitierkreis reinkommen, wo ich nur in einer bestimmten Denke festhänge. Also sagen wir Outsourcing, da gibt es halt die Arbeitnehmerseite und die Arbeitgeberseite. Jetzt habe ich aus Zufall bei der einen Schneeball-Recherche nur einen Treffer, der halt arbeitnehmernah ist. Und der zitiert dann eben auch nur andere arbeitnehmernahe Sachen. Soll man eigentlich nicht machen, aber passiert häufig. Und dann bleiben sie in dem Arbeitnehmerfeld drinnen und denken, das sei die ganze Welt. Während es noch eine komplett andere Sichtweise gibt, aber die wird hier nicht auf, die wird totgeschwiegen. Systematisch bedeutet da dagegen, dass sie ihre Suchbegriffe haben und die führen sie gnadenlos in jeder Datenbank aus und gucken dann, was sie für Treffer haben. Das heißt, in etwa das, was wir gerade eben gemacht haben, sie geben überall Duftmarketing ein und gucken, was dann rauskommt. Dauert eben länger und man kann das aber auch so ein bisschen abwechseln. Gerade die Schneeball-Recherche ist toll, um diese grundlegenden Bibeln von dem Fach zu finden. Ansonsten tue ich dann gern systematisch recherchieren. Und Sie werden, wenn Sie sich einlesen, sowieso früher oder später über die immer gleichen Namen stolpern. Das sind dann die Leute, die Sie schnell zitieren, oft zitieren sollten. Sie werden merken, dass Sie da selber ein System entwickeln. Aber wechseln Sie so ein bisschen hin und her. Merken Sie sich einfach, dass es beides gibt. Dann, ja, das können wir noch schnell machen. Treffer sichern. Wichtig ist es bei der Suche, dass Sie den Treffer, wenn Sie den sehen, dass Sie den sich irgendwie sichern. Das kann zum Beispiel eine Merkliste sein. Da gibt es einen Bibliothekskatalog, die kann man dann auch speichern, wenn man angemeldet ist. Oder wenn man angemeldet ist, hat man eine Merkliste, die einem erhalten bleibt von Sitzung zu Sitzung. Es gibt den Export für Citavi oder EndNote. Das zeige ich in den jeweiligen Schulungen. Die sind auch als Video verfügbar. Anschauen, sind gut. Oder rüberkopieren nach Word oder auf einen Zettel, es ist egal wie, aber nicht das Ding einfach nur überfliegen, sich denken, oh, der ist gut und dann später vergessen. Aber wirklich den Ding auch wirklich nur speichern schnell, nicht lesen, niemals lesen. Wenn Sie den Artikel anfangen zu lesen, dann killen Sie Ihre eigene Produktivität. Wenn Sie gerade eben recherchieren, dann recherchieren Sie. Wenn Sie anfangen zu lesen, dann werden Sie 2 Stunden später aufwachen, werden merken, dass Sie Artikel lesen, die nur halb relevant sind oder viertelsrelevant. Tun Sie sich den Gefallen und recherchieren Sie, wenn Sie recherchieren. Speichern Sie das Zeug schnell und schmerzlos und nach Ihrer Recherche widmen Sie sich den Treffern. Und rechtzeitig aufhören und dokumentieren ist der letzte Punkt hier bei der Strategie. Das heißt, Sie speichern sich Ihre Treffer und sobald Sie 5 bis 10 gute Sachen haben, hören Sie auf.
5 bis 10 Fachartikel zu lesen, ist ein Haufen Arbeit. Sie sind für diesen Tag durch. Sie haben 5 bis 10, sie hören auf, sie schreiben sich auf, was sie gerade eben gemacht haben, in ihrer Excel-Datei oder auf ihrem Blatt, so wie vorher gezeigt, und dann widmen sie sich ihren Treffern aufmerksam. Weil dann lernen sie vielleicht aus denen was und dann können sie besser und neu ansetzen. Vielleicht haben sie nur diesen einen Seitenaspekt, den sie jetzt noch suchen müssen. Dann müssen sie eh ganz anders suchen. So, und jetzt zu den Werkzeugen. Die habe ich eigentlich schon ziemlich benutzt die ganze Zeit, bis auf die Operatoren. Das war Absicht. Aber da gehen wir jetzt auch noch durch. Suchbegriffe. Das ist nur nochmal zur Wiederholung. Das war schon die erste Folie. Wir brauchen viele Suchbegriffe, ansonsten haben wir die immer gleichen Treffer, die wir nicht finden, weil wir die falschen Wörter benutzen oder weil wir die Worte, die wichtig gewesen wären, nicht benutzen. Muss ich nichts mehr dazu sagen. Dann Feldwahl. Feldwahl heißt, ich benutze bestimmte Felder in den Datenbanken. Und jetzt ist es aber so, ich empfehle Ihnen alle Felder oder ich empfehle Ihnen also vielleicht noch Titel, wenn Sie sich's leisten können, aber ansonsten nichts. Mit Feldern, ich zeige Ihnen gerade mal, was ich meine. Hier, das hier wäre alle Felder bei der Datenbank Wieso und hier bei erweiterter Suche, da hätten wir jetzt die übrigen Felder, die es auch noch gibt, sowas wie Person, Firma, Schlagworte, Branche. Und die haben alle die große Gefahr, dass die möglicherweise leer sind. Damit meine ich Folgendes. Habe es hier mal in Excel versucht, ein bisschen klarer zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten 10 beliebige Treffer, also Treffer 1 bis 10 in irgendeiner Datenbank und die generelle Annahme wäre jetzt, dass die alle vollständig sind. Also jeder Treffer hat einen Titel, jeder Treffer hat ein Jahr, dann eine Zeitschrift und ein Heft, in der er drin ist, die Fundstelle also, jeder Treffer hat einen Autor und er hat ein paar Schlagworte, die dranhängen. Und das ist nicht die Realität. Es gibt nicht mal immer einen Autor. Also vielleicht haben nur 7 von 10 überhaupt einen Autor. Und ansonsten ist es so eine Nachricht, die von der Zeitschrift selber kommt, da gibt es gar keinen Autor. Und vor allem aber die Schlagworte, da sieht es eher so aus als irgendwas anderes. Sie haben erschreckend, also wirklich erschreckend wenig Schlagworte. So sieht es dann in der Realität aus. Und jetzt schauen Sie sich mal an, diese 3 Zeilen hier, das sind die Schlagworte. Egal wie gut Ihre Suchbegriffe sind, wenn Sie nur im Schlagwortfeld suchen, klar, Sie kriegen ein paar gute Treffer, aber Sie haben bei Treffer 7, 8, 9 und bei Treffer 5 und bei Treffer 1 gar nicht die Möglichkeit, die irgendwie zu finden in diesem Feld. Egal welches Wort auf der Welt Sie nehmen, Sie können die nicht finden, weil das Feld ist bei denen leer. Sie können die nicht finden. Sie suchen ein Feld, das bei diesen Treffern leer ist. Deswegen ist mein Tipp, bleiben Sie bei alle Felder, dann haben Sie zwar viel Ballast, ja, aber dann ist wenigstens noch alles drin. Alle Felder sucht ja in allen Feldern gleichmäßig. Also Sie haben da die Treffer mit dem Schlagwort auch mit drin. Und wenn das Feld Schlagwort leer war, dann finden Sie den Treffer vielleicht trotzdem noch, weil das zum Glück noch im Titel oder Untertitel oder im Klappentext vorkam. Und wenn Sie jetzt sehr, 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 sehr viele Treffer haben, dann können Sie sagen, okay, ich habe den Luxus und ich suche nur noch im Titel. Titel gibt es auch immer noch. Aber ein Titel ist halt auch schwierig, weil Sie raten müssen, wie der Titel heißt. Wenn der Aufsatz geht um nachhaltiges Management, aber der Artikel heißt nachher Manager retten die Welt, finden Sie den wirklich mit Ihren Suchbegriffen? Suchen Sie mit Manager und retten. Suchen Sie mit Manager und Welt retten. Wahrscheinlich nicht. Deswegen bleiben Sie eher bei alle Felder und leben Sie mit den vielen Treffern, die nicht passen. Und freuen Sie sich über die, die gepasst haben in Ihrer Treffermenge. Das habe ich gesagt. Dann gibt es hier den Drill Down. Schwieriges Wort, heißt nur nachträgliche Filter. Nachträgliche Filter, den haben wir in der Datenbank Wieso gesehen. Das war dieses Ding hier links, das da. Das ist ein Drill Down. Und Drill Down ist deswegen klasse, weil man kann da sehr schön die Datenbank überblicken. Wenn ich hier auf der Startseite bin, dann weiß ich durch den Drill Down direkt, okay, es gibt knapp 300 Millionen Artikel, aber knapp 200 Millionen davon sind direkt bei Presse. Die will ich gar nicht. Oder, okay, in den Fachzeitschriften, da gibt es vieles bei Sonstiges und dann ansonsten sehr viel bei Bank und Finanzwesen, dann wird es schon wieder weniger. Ich kann hier einfach schlau Teilbereiche aussuchen.
Und ich kann dann auch sagen, Duftmarketing, der Filter bleibt mir übrigens erhalten bei den meisten Datenbanken, auch in der WISO. Also ich bleibe direkt hier bei Fachzeitschriften, hier Suche in Fachzeitschriften. Das kann ich sagen, ne? Also nicht nur Fachzeitschriften allgemein, sondern Fachzeitschriften von Marketing und Werbung. So. Und jetzt könnte ich hier durchgucken. Würde ich an dieser Stelle ehrlich gesagt auch, weil 98 ist jetzt ein bisschen wenig, wenn ich noch weiter einschränken will. Aber der Drilldown gibt mir jetzt noch die Liste von den Zeitschriften, die jetzt hier viele Treffer haben. Und die kann ich mir auch noch alle anzeigen lassen, weil es sind mehr als die fünf, die hier stehen. So, okay. Also die kann ich alphabetisch sortieren oder die kann ich nach Häufigkeit sortieren. Und das klappt hier nicht ganz 100% gerade eben. Wir sehen es hier, der sollte eigentlich weiter oben landen. Das ist hier also gerade ein leichter Bug drin, aber wird bald wieder gehen. Und dann würde ich jetzt die Zeitschriften zuerst mir anschauen, die viele Treffer haben. Weil viele Zeitschriften hier drin werden gar nicht so richtig fachlich, gar nicht so richtig wissenschaftlich sein, nur eben fachlich. Also zum Beispiel die Absatzwirtschaft, ist die jetzt eine wissenschaftliche Zeitschrift? Manche Rankings sagen nein. Aber sie ist halt vom Fach. Genauso wie die Computer Bild eine Fachzeitschrift der IT ist, aber halt keine akademische. Dann gehe ich hier durch und sage, okay, jetzt habe ich herausgefunden, diese und jene Zeitschrift sei jetzt gut. Also sagen wir einfach, die werben und verkaufen, die sei jetzt wissenschaftlich, die sei gut. So, und jetzt habe ich den Feld übernommen, er bleibt mir und ich kann in der Werben und Verkaufen jetzt hier suchen nach Duftmarketing. Oder wenn ich in der Marketingzeitschrift bin, dann vielleicht nur mit Duft. Weil das Wort Marketing brauche ich in der Marketingzeitschrift nicht nochmal erwähnen. So, jetzt habe ich hier 600 Treffer und da kann ich halt überlegen, will ich jetzt so weitersuchen oder will ich es vielleicht doch im Titel suchen? Das wäre der Drill Down. Also das nachträgliche Filtern Ihrer Suchmenge. Sie bekommen da ein schönes Gefühl für die Datenbankinhalte, also wie viel Presse im Vergleich zu Fachartikeln. Aber gucken Sie, dass Sie vielleicht mit dem Drill Down auch Treffer ausschließen, falls das nicht gut katalogisiert ist. Damit meine ich, wenn Sie in der Datenbank WISO jetzt hier rechts das da benutzen, also jeder Treffer in der WISO hat eine Zeitschrift, in der er drinsteckt. Deswegen kann man mit diesem Filter wunderbar arbeiten. Das Feld Zeitschrift wird bei keinem Datensatz leer bleiben. Aber das Feld Branche und Personen sehr wohl. Das ist Kataloganreicherung, das sind optionale Felder, die sind nice to have, aber nicht garantiert voll. Deswegen, wenn ich hier was wähle, muss mir klar sein, ich schließe gerade eben sehr wahrscheinlich Dinge aus, wo das nicht befüllt wurde. So, und jetzt zu meinem Lieblingsteil von der kompletten Recherche, was wirklich die Recherche auf ein komplett anderes Level hebt. Wenn Sie ohne Operatoren arbeiten, macht es keinen Spaß. Wenn Sie mit Operatoren arbeiten, das macht Spaß. Und es gibt nur vier, die man in jeder Datenbank sich raussuchen sollte, wobei die ersten drei eigentlich fast immer die gleichen sind. Die muss man gar nicht nachschlagen. Das sind die Boolschen Operatoren, dann die Phrasensuche, Trankierungen und Näheoperatoren. Und das sagt Ihnen jetzt vielleicht noch nicht unbedingt was, aber ich zeige es Ihnen. Okay, stellen wir uns vor, jetzt machen wir erstmal and, or und not. Stellen wir uns vor, Sie suchen was in der Datenbank. Wieso? Doch nehmen wir direkt mal die Wieso. Also nochmal von Start. Sie suchen was mit Marketing und mit Duft. So, jetzt hätten Sie hier eine Treffermenge und dann fällt Ihnen auf, ja gut, jetzt könnte es halt sein, dass es auch mit Marketing und Geruch angesetzt ist. Was müssen Sie jetzt machen? Jetzt müssten Sie ja eigentlich sagen, ich suche erst mit Marketing Duft und danach suche ich mit Marketing und Geruch. Also beim ersten hatten wir 8000 Treffer und beim zweiten hatten wir 4000 Treffer. Das ist aber nicht schlau, weil oft wird das Wort Duft und Geruch wahrscheinlich im Wechsel benutzt und Sie haben viele Treffer, die in beiden Trefferlisten drin sind. Deswegen machen Sie Folgendes. Sie sagen, es muss sein Geruch oder Duft. Und dann sucht der Algorithmus jetzt eins von beiden. Sie müssen jetzt nur noch eine Klammer drumherum setzen, weil sonst weiß die WISO nicht, was zuerst gerechnet werden soll. Das ist jetzt wie Punkt vor Strich. Wir haben jetzt hier drin quasi die Vorgabe, liebe WISO,
Guck mal, ob entweder das Wort Geruch vorkommt oder ob das Wort Duft vorkommt oder auch beides, darf auch beides vorkommen. Und wenn das stimmt, dann ist diese Klammer wahr, dann ist die Klammer erfüllt. Und dann schau obendrauf noch, ob Marketing vorkommt. Ja, also vorhin war ja die Vorgabe Marketing Duft, hieß ja, guck, ob Marketing vorkommt und guck, ob Duft vorkommt. Auch zwei Sachen, zwei Einschränkungen. Jetzt ist die Vorgabe, guck, ob Marketing vorkommt und guck, ob diese Klammer vorkommt. Geruch oder Duft. Schicken wir es mal ab. Und dann kriegen wir. Aha. 11.500. Das ist ein bisschen weniger als das, was wir vorhin hatten, wenn man die zusammengezählt hätte. Also wir haben auf jeden Fall gerade eben uns Arbeit gespart, weil wir manche Treffer, die wir vorher doppelt gefunden hätten, jetzt in einer Liste haben. Jetzt ist es so, ich könnte hier jetzt noch ein und reinschreiben. Das steht hier ungesagt eh immer schon drinne. Also das hier ist genau das Gleiche. Zwei Suchworte miteinander verknüpft, also zwei Suchworte einfach nur hintereinander geschrieben werden mit einem unsichtbaren und verknüpft. Und bedeutet, beides muss vorkommen. Ein und macht die Suche enger und sagt, das muss vorkommen vor mir und das, was nach mir kommt, muss auch vorkommen. Und wenn eins von beiden nicht vorkommt, dann ist die ganze Sache hin. Okay, und jetzt könnten Sie sagen, okay, dann möchte ich doch gern anstelle von Marketing auch noch, vielleicht ist es gar nicht Marketing, vielleicht ist es Werbung. Oder vielleicht ist es PR oder was auch immer. Und dann können Sie auch vorne so eine Klammer machen. Und können so suchen. Und das hier, was wir da jetzt gerade eben sehen, das ist das, worauf es immer bei einer Suche im Endeffekt hinausläuft. Sie haben hier Ihren Aspekt 1. Sie erinnern sich, da. Aspekt 1 ist Marketing und PR und Werbung und überhaupt und alles. Oder Kundengewinnung. Und Aspekt 2 ist das Ganze mit dem Riechen. Also Duft, Gerüche, Aromen, Sensory, alles Mögliche. Und jetzt sehen Sie das hier. Sie haben in Aspekt 1 alle möglichen Suchbegriffe mit einem Oder. Können wir jetzt noch einen ergänzen. Und dann kommt ein und dann kommt der zweite Aspekt. Geruch oder Duft oder Sensory oder was auch immer. Nur. Also das geht in jede Datenbank genauso. Bei einer englischen Datenbank müssten Sie jetzt halt hier ein or schreiben und dann and. Aber es geht immer, immer, immer genauso, auch mit den Klammern. Bitte tun Sie bei jedem Schritt, bei jedem Wort, das Sie hier ergänzen, aber das Wort einzeln, also ergänzen und dann wieder abschicken, das nächste ergänzen, dann abschicken und so weiter und so weiter und so weiter. Weil Sie wollen wissen, welches Wort Ihre Treffermenge explodieren lassen hat. Sie ergänzen hier vorsichtig und dann sind Sie bei 300 Treffer, 400 Treffer, 500 Treffer und auf einmal 20.000. Und da wissen Sie, ah, dieses eine Wort war's, das ist wahrscheinlich doch zu breit. Also nicht eine riesenlange Liste bauen und dann abschicken und dann sich denken, oh, das ist aber viel. Nach und nach ergänzen. Okay, das sind die boolschen Operatoren. Der Not, den würde ich nicht nehmen. Not sagt, das, was danach kommt, ist ein K.O.-Kriterium. Zum Beispiel gibt es eine Software, die heißt Sushi, wie das Essen. Und es könnte man auf die Idee kommen zu sagen, Sushi not food, damit man nur noch die Sachen kriegt über das Programm und nicht mehr über das Essen. Würde ich nicht machen, das ist gefährlich, weil jeder, der einen Fachartikel schreibt über das Programm Sushi, der wird so einen Witz irgendwie einstreuen. Sushi, haha, nein, nicht das Food, sondern die Software. Zack, kam das Wort Food vor und Sie kriegen den Artikel nicht mehr. Also not ist gefährlich. Wirklich nur, wenn Sie unglaublich viel haben und Sie wollen es da nicht haben. Aber wirklich, da müssen Sie sich auch sicher sein, dass Sie nicht aus Versehen jetzt viel ausschließen. Dann Phrasensuche und Trankierungen. Die beiden mache ich jetzt miteinander. Sagen wir, jetzt muss ich das Thema kurz wechseln, weil da kann man es leichter sehen. Gehen wir in die englischsprachige Datenbank ABI. Und da drin suche ich jetzt mal nach Risk Management. Schicken wir es mal ab. 1,1 Millionen Treffer. Aber nicht zu Risk Management. Das Problem hier gerade ist, und das realisieren wir nicht, weil wir hier ein Wort sehen als Menschen.
dass die Maschine zwei Wörter hier hat, zwei Sucheinschränkungen. Hier wird nicht gesucht nach Risk Management. Hier wird gesucht nach allem, wo irgendwo Risk steht und irgendwo Management. Das ist genau wie vorhin gerade eben dieses Marketing-Duft. Wir wollten ja auch nicht, dass Marketing und Duft aneinander steht. Es sind zwei verschiedene Aspekte und so behandelt die Maschine hier auch. Wenn wir jetzt wollen, dass das Ding hier als ein Wort erkannt wird, dann geht es in jeder Suchmaschine gleich. Anführungszeichen. Nochmal abschicken. Und jetzt haben wir von den 1,1 Millionen noch, gucken wir mal gerade eben, ich glaube, die machen heute was bei ProQuest, deswegen ist das ein bisschen langsamer. Es wird auf jeden Fall ein Bruchteil sein. Lassen wir das mal im Hintergrund rechnen. Dann wechsle ich vielleicht doch wieder in die Viso rüber. Was gibt es denn für ein gutes deutsches Beispiel da davon? Also eigene Anteile bei Aktien. Aha, es liegt an mir. Gut. Ist nicht wild? Dann machen wir es so. Ich gehe zurück in die Präsentation. Wenn ich die Anführungszeichen benutze, dann kann ich eben erzwingen, dass ich nur noch dieses Wort als ein Wort suche. Und das gibt immer dann Sinn, wenn ich Suchbegriffe habe, die eigentlich aus mehreren Worten bestehen, aber einen Begriff bilden. Social Media, Risk Management, eigene Anteile. Das sind Begriffe, da ist ein Leerzeichen dazwischen, aber es sollte keins da sein. Und dann mache ich in jeder Datenbank, sogar bei Google und bei Bing klappt es, diese Anführungszeichen drumherum. Und dann habe ich wieder ein Suchwort und dann merke ich, oh, es gab vielleicht bei meiner Suche auf den ersten Blick sehr viel zum Thema. Aber jetzt mit den Anführungszeichen merke ich, das ist doch gar nicht so viel. Jetzt gibt es hier noch das Sternchen und das Sternchen macht Folgendes. So, jetzt müsste ich wieder Internet haben. Haha, habe ich. Dann schicken wir doch nochmal die hier auch ab. Okay, sind wieder da, allerdings ist die Suche weg, kein Problem. Also machen wir mal Risk Management mit den Anführungszeichen. So, 300.000 statt 1,1 Millionen. Also sehr, sehr, sehr viel besser jetzt diese Suche. Und ich habe keinen falschen verloren. Ich habe nur die verloren, wo das wirklich nicht beieinander stand. Jetzt, das letzte, was wir noch hatten, war dieses Sternchen. Und das könnte ich direkt hier mal noch zeigen. Wir haben zum Beispiel das Thema Risk Management in Krankenhäusern. Also Risk Management Hospital. Abschicken. Dann haben wir jetzt noch 33.000 Treffer. Aber was ist mit Risk Management in Hospitals? Da müssten wir jetzt ja wieder eine extra Suche machen. Nee, müssen wir nicht. Wir können hier ein Sternchen machen. Jetzt finden wir alles, was mit Hospital anfängt. Schicken wir es nochmal ab. So, 36.000. Also nochmal 3.000 gewonnen in etwa, wo es niemals Hospital, aber irgendwo Hospitals oder was anderes geheißen hat. Wunderbar. Klappt auch in fast allen Datenbanken. Jetzt ist es so, es ist nicht immer unbedingt ein Sternchen. Es könnte auch manchmal ein Fragezeichen sein oder ein anderer Operator. Manchmal ist es auch so, dass das Fragezeichen genau ein Charakter ersetzt, während das Sternchen einen bis unendlich viele ersetzt. Das kann man probieren. Also wenn Sie jetzt eingeben Risk und das mal abschicken, 4,6, okay, jetzt machen wir mal ein Fragezeichen noch ran. Dann müssten wir mehr bekommen, glaube ich. Ja, okay, haben mehr. Und jetzt machen wir aber ein Sternchen noch mal ran. Kriegen wir jetzt noch mehr? Ja, wir kriegen noch mehr, weil das Fragezeichen nur genau einen Charakter setzt. Dann kriegen wir es eben Risks oder Risky, aber wir kriegen nicht alles, was ansonsten länger wäre als das, während das Sternchen Risk und Risky findet, aber auch alle anderen Sachen, die länger sind als nur Risk. Also Riskiest zum Beispiel. Gut. Das macht eben dieses Sternchen. Meistens das Sternchen. Und jetzt gibt es hier unten noch den Näheoperator und der ist wirklich gigantisch gut, wenn es den gibt. Den muss man leider wirklich nachlesen, weil das sieht in jeder Datenbank anders aus. Ich habe jetzt hier mal drei häufige genannt
oder die drei von den drei großen Datenbanken, die wir haben, nämlich einmal die von ProQuest und dann der von der Viso und dann noch den von der Business Source. Ich mache die auch mal gerade noch auf, dass Sie die auch mal gesehen haben. So, hier bei den Wirtschaftswissenschaften Top-Datenbanken direkt unter der ABI ist die Business Source und auch in der kann man sehr gut suchen, ist auch eine sehr große Datenbank. So sieht die aus. Und hier drin könnten Sie jetzt einen anderen Operator eben benutzen als da in dieser ABI-Datenbank oder müssen einen anderen benutzen. Wo findet man den wirklich? Das wäre jetzt das, was Sie in der Hilfe oder den Suchtipps immer rausfinden. Was macht er jetzt? Ich zeige es Ihnen, bevor ich hier groß drum herum rede. Wir hatten doch vorhin Risk Management und dann hatten wir noch Hospitals. Hospital mit Sternchen, damit wir Hospitals finden. Dann schicken wir das mal ab. Wir haben 36.000 Treffer. Okay. Aber jetzt steht halt irgendwo Hospital möglicherweise und dann ganz woanders Risk Management. Also es geht nicht notwendigerweise um Risk Management in Hospitals. Aber ich kann jetzt auch schlecht dieses Anführungszeichen noch mit hier drum rum nehmen. Ich will ja auch nicht, dass es direkt so hintereinander steht. Also Risk Management in Hospitals muss ja nicht notwendigerweise so sein. Vielleicht heißt es auch Hospitals Trying New Risk Management Strategies. Also kann ich nicht machen. Ich kann das Risk Management zusammenzwängen, weil es wirklich ein Wort ist. Aber das Hospital kann ich nicht hier mit in die Anführungszeichen mit reintun. Und jetzt kommt der Näheoperator ins Spiel. Jetzt kann ich hier drin sagen, n slash und dann eine beliebige Zahl. 7 bedeutet in dieser Datenbank, gib mir alles, wo Risk Management vorkommt und wo Hospital vorkommt. Also es ist ein logisches and. Und zusätzlich dürfen diese beiden Begriffe nur maximal 7 Worte voneinander entfernt sein. Also ob es jetzt ist, ob das siebte Hospital sein muss oder ob 7 dazwischen und das achte der Hospital sein, das wechselt von Datenbank zu Datenbank. Aber die Idee dahinter ist es, maximal 7 entfernt. Was jetzt das 7 genau heißt, ist ja dann egal. Und jetzt haben Sie auf einmal neben, also statt den 36.000 Treffern noch 3.000, ja, sagen wir 4.000 Treffer, wo wirklich die beiden Worte in dem Sinnzusammenhang stehen. Ich fange gerne mit 7 an. Man kann jetzt auch noch breiter werden, indem man hier sagt 8 oder 9 oder 10. So ganz enge Sachen wie 1 oder 2 gibt jetzt nicht viel Sinn. Außer, ja, zeige ich Ihnen vielleicht gleich noch. Aber das ist eine klasse Suche, weil jetzt, Sie sehen das ja, Risk Management within the Hospital Industry. Hospital Risk Management. Das Wort steht halt irgendwo, aber es steht wenigstens in der Nähe. Today's Hospitals have adopted well-defined Risk Management. Okay, wunderbar. Das sind die guten Treffer. In der Datenbank Viso, ich glaube, die lade ich mal gerade neu, die sieht jetzt nicht mehr so frisch aus. So, jetzt sieht sie gut aus. Nehmen wir nochmal die eigenen Anteile. Also eigene Anteile ankaufen. Also Ankauf eigener Anteile könnte man jetzt suchen. Ist halt problematisch. Was ist mit Ankaufen? Okay, dann machen wir ein Sternchen hin. Vielleicht sind es eigene Anteile oder eigene Anteile, also eigen. Ankauf von eigenen Anteilen. So, jetzt haben wir erstmal mit dem Sternchen relativ die Wortendungen ausgeschlossen. Darum ging es mir jetzt gar nicht. Mir geht es um den Näheoperator, den kann ich gleich nochmal zeigen. Jetzt sehen wir hier halt, ja, das steht halt irgendwo da. Eigentümer. Eigenkapital. Darum ging es gerade eben nicht. Eigene Anteile, darum soll es gehen. Okay, jetzt setze ich den Näheoperator der Viso ein. Der heißt NDJ. Das mache ich hier mal 2, also in der Nähe von 2 und hier auch in der Nähe von 2 oder vielleicht hier ein bisschen breiter, in die J7. So der Ankauf von und mit eigene Anteile oder vielleicht hier noch was dazwischen. Und da gucken wir mal, ob wir jetzt bessere Treffer kriegen. Wir hatten gerade 27.000 und jetzt haben wir noch 200 und von den 200 sehen wir jetzt hier der Ankauf, Verkauf und Verwaltung von eigenen Anteilen. Super, hätten wir vorher nicht gefunden. Oder war schon mit drinne, aber war halt irgendwo vergraben. Und jetzt auch Ankaufsvorgänge von eigenen Anteilen. Klar, es sind es nicht alle hundertprozentig perfekt, aber an sich
sehr, 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 sehr gute Treffer hier drin. Und wo findet man jetzt nochmal diesen Operator? In der Hilfe. Sie gehen auf Hilfe. Sie wollen wissen, wie können Sie Suchbegriffe miteinander verknüpfen? Hier, wie verknüpfe ich Suchworte miteinander? Und jede Datenbank will benutzbar sein, weil ansonsten die Hochschule, die Uni, die wieder entabonniert. Und hier steht es eben drin. NDO2, Suchbegriffe können beliebige Reihenfolge eingegeben werden, dürfen ein bis zwei Worte dazwischen stehen. Also, so, das hier ist eine schöne Suche. Und diese lange große Klammer von vorhin, ich weiß gar nicht mehr, die habe ich noch so halbwegs kopiert. Nehmen wir die dann mal nochmal her. Also Marketing oder Werbung. Und dann insgesamt das Ganze mit Geruch oder Duft. So. Also ich muss das nicht groß schreiben, ich mache das nur, damit man es gerade besser sieht, was ist ein Suchwort, was ist kein Suchwort. Anstelle von diesem und hier könnte ich jetzt auch wieder sagen, NDJ7. Die beiden Klammern innerhalb von 7 Worten. Das wäre eine bessere Suche. Dann steht es wieder nicht am einen Ende und hat halt was miteinander zu tun dadurch. Also wirklich, wenn Sie eine Datenbank finden und Sie sagen, doch, da steckt viel drin, da sind viele gute Treffer drin, aber es ist eine überwältigende Treffermenge, dann gehen Sie einmal in die Hilfe und gucken, ob es da nicht so ein Ding gibt, was Ihnen das Leben leichter macht. Und gucken Sie wirklich einfach nur nach diesen 4 Sachen, wie die in der Datenbank organisiert sind. Normalerweise and or not oder die deutschen Entsprechungen und oder nicht, die klappen immer. Das Anführungszeichen klappt immer. Sternchen ist fast immer, nur den hier unten, den muss man rausfinden, ob es den gibt. Und den gibt es auch nicht immer. Es wird Datenbanken geben, da gibt es den nicht. Aber so sucht man eben schlau. Okay, wir haben jetzt noch den Punkt Quellenbewertung, aber davor noch eine Sache. Möchte ich in dem Video jetzt hier nicht weglassen. Es gibt nicht nur Datenbanken mit Zeitschriftenartikeln, es gibt auch noch Datenbanken mit Statistiken. Und ich möchte auch noch kurz zeigen, dass das Sternchen in unserem Bibliothekskatalog auch funktioniert. Also gehen wir zurück. So, wir sind wieder auf der Homepage der Bibliothek. Und hier bei Bibliothekskatalog, da waren ja die Bücher und die E-Books, während bei Fachdatenbanken die Zeitschriftenartikel und die Statistiken sind. Bibliothekskatalog. Hier drinnen funktioniert das Sternchen genauso gut. Also können wir eingeben Risiko. Gucken wir mal, was da kommt. 2000 Treffer in etwa. Zurück zur Suchanfrage. Jetzt hier ein Sternchen hin. Nochmal abschicken. Also auch hier 4600. Wir haben es jetzt verdoppelt. Das gibt in jedem Fall Sinn. Es gibt vielleicht sogar Sinn, also in diesem Fall das O noch wegzunehmen, weil dann kriegen Sie noch Risiken jetzt auch. Riskant kriegen Sie jetzt noch nicht. Aber wenn Sie es halt so früh abtrennen, jetzt kriegen Sie riskant. Sie kriegen auch Risotto und andere Dinge, die jetzt halt nicht mehr so wirklich gut passen. Also je früher Sie es einsetzen, desto mehr Ballast kriegen Sie halt. Da müssen Sie selber schlau sagen, wo hört das Wort sinnvollerweise auf? Oder wo fängt die Variation an? Das heißt, die Operatoren, das Sternchen klappt hier drin, das Anführungszeichen klappt hier drin. Dieses und oder nicht haben Sie hier drüben. Sie können sagen Marketing und Duft oder bei alle Felder Marketing Geruch, so würde das im Bibliothekskatalog gehen. Einen Näheoperator gibt es im Bibliothekskatalog nicht. Vielleicht mal mit einem zukünftigen Update, aber das hängt nicht von uns ab. So, das wollte ich zeigen. Dann in den Datenbanken gibt es noch eine weitere Art von Datenbanken drin, nämlich die statistischen Datenbanken. Hier Statistiken, die benutzen sich halt grundlegend anders. Ich wähle jetzt hier mal die Statista, die kennen noch am meisten Leute. Und hier drin ist es halt so, ich muss weniger mit Operatoren arbeiten, als dass ich aufpassen muss, von wem die Daten sind. Letztens hatte ich, da ging es um, jemand hat was untersucht zum Geruch von Zigaretten, meine ich. Und wir hatten da, ja, irgendwas. Ich nehme jetzt mal irgendwas. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, doch, okay. Sie haben gerade schon gesehen, wo ich hingeschielt habe, aber ich zeige Ihnen jetzt mal den normalen Blick von einem Benutzer, der es nicht weiß.
Der normale Benutzer geht jetzt her, denkt sich, oh wunderbar, die Grafik hätte ich gerne in meiner Arbeit, die exportiere ich mir als Bild. Hier lade ich runter als Bild und dann habe ich diese Datei als eben dieses Bild. Das ist keine gute Idee, wenn Sie das hier so einbinden. Und das Schlechteste, was Sie jetzt darunter noch machen könnten, wäre zu schreiben Quelle Statista. Das wäre falsch. Das, was Sie hier tun müssen, ist immer auf Quelle zu klicken und dann sehen Sie nämlich, wo die Statista das Ding her hat. Die Statista ist nämlich ein Pool, so wie die meisten statistischen Datenbanken. Das heißt, die Statista ist eher wie der Bibliothekskatalog. Da sind bestimmt viele gute Sachen drin, so wie im Bibliothekskatalog dann auch. Aber es wäre falsch zu schreiben, Quelle Bibliothekskatalog. Sie müssen das Buch nehmen von einem bestimmten Autor. Und in der Statista wäre es falsch zu schreiben, Quelle Statista. Die Statista ist der Pool, in dem Sie diese Statistik finden. Und diese Statistik kommt von diesem Zigarettenverband. Da ist auch ein Link und den müssen Sie anklicken. Und dann kommen Sie da raus bei dieser Statistik. So, das hier, das wäre Ihre Quelle. Das heißt, in diesem Fall hätten Sie eine Internetquelle unter dieser URL. Wenn der Link hier mal nicht geht, dann müssen Sie damit rechnen, also dann müssen Sie denken, okay, die Seite ist schon wahrscheinlich umgezogen. Ich suche die jetzt in der Suchmaschine mit den Daten, die ich habe. Also das hier und dann eben noch die Institution. Und dann kommen Sie da hoffentlich wieder raus. Kann aber auch sein, dass die gar nicht mehr auffindbar ist, weil die mittlerweile nicht mehr online ist. Die Statista pflegt diese Links hier nicht so sehr, als dass die immer gehen würden. Und warum sollten Sie das Bild hier jetzt nicht nehmen? Weil das halt heißt, dass Sie sich keine Arbeitshaber gemacht haben. Bei so einer Grafik, wenn die von der Statista ist, dann sollten Sie die als XLS-Datei runterladen, also als Excel-Datei. Und dann können Sie Ihr eigenes Layout durchziehen. Und das sieht um einiges wertiger und halt einfach schöner, wie aus einem Guss aus, wenn Sie alle Ihre Grafiken selber im gleichen Layout machen. Okay. Und ansonsten statistische Datenbanken, da haben Sie meistens die Möglichkeit, verschiedene Statistiken übereinander zu legen. Und dann muss man halt einfach ein bisschen klicken. Das ist weniger eine Suche nach klar vordefinierten Treffern wie in einer Zeitschriftendatenbank und mehr ein, ich weiß, welche Zahlenreihe ich haben möchte und jetzt weiß ich, welche ich noch übereinander legen möchte. Da kann ich wenig dazu sagen, aber Sie werden selber, wenn Sie im Thema drin sind, da gar kein Problem haben. Nur wirklich immer gucken Sie, wo die Zahlen herkommen. Meistens sind sie nicht von der statistischen Datenbank selber. Okay. Jetzt sprechen wir über die Quellenbewertung. Quellenbewertung würde heißen, Sie haben jetzt Dinge gefunden und Sie möchten jetzt noch wissen, ob die eigentlich gut sind. Und wie würde das jetzt gehen? Als erstes würde ich Ihnen da empfehlen, dass Sie sich angucken, wer eigentlich die Information herausgibt. Also im ersten Schritt prüfen wir, wer ist für die Information verantwortlich, wer ist der Autor oder wer ist die Institution, die da jetzt dranhängt. Vielleicht hat dieser Mensch nämlich einen Ruf zu verlieren, dann ist es eh schon relativ leicht. Was heißt das? Das heißt, dass jemand, der Papst im Marketing ist, der kann sich äußern in egal welcher Quelle. Wenn der einen privaten Blog hat und sich da über ein Marketing-Thema äußert, dann wird der sich hüten, da irgendwie einen Quatsch zu erzählen, weil er ist der Marketing-Papst. Er kann nicht sich irgendwo äußern, auch nicht auf der Straße über ein Thema und dann was nicht Fundiertes sagen. Das kratzt an seinem Image. Im Gegensatz dazu, wenn Sie jetzt jemanden haben im Internet, einen Blog, und Sie haben zwar einen Klarnamen, aber dann suchen Sie mit dem Namen in der Suchmaschine und finden halt nichts raus über den. Also er hat weder eine Firma noch einen erkennbaren Abschluss, noch irgendwas, also Sie finden nichts raus über diese Person, außer dass die so heißt, wie sie heißt. Dann hat die nichts zu verlieren. Wenn der Blogartikel dann zur Hälfte falsch und zur anderen Hälfte gelogen ist, tut der Person nicht weh. Deswegen schauen Sie, wer das ist und was für eine Fallhöhe die haben. Das klingt gemein gegenüber neuen Forschern. Wie sollen die jemals hochkommen? Aber wenn die in einer seriösen Fachzeitschrift publizieren, dann hält die quasi das Risiko für diese Personen. Also wenn Sie einen Fachartikel haben in der Zeitschrift, dann haftet quasi die Zeitschrift. Dann auch ist die Person einer gewissen Denkströmung zuzuordnen, also
Das ist jetzt nichts, war nichts Radikales jetzt, aber einfach, da meine ich schon so Sachen wie arbeitnehmernah oder arbeitgebernah. Da geht man schon ganz anders an das Thema ran. Gerade wenn man sowas hat wie Betriebsverschlankung, was für die eine Seite halt sehr positiv und für die andere sehr negativ ist. Macht einen Unterschied, wo man herkommt. Und zu welchem Zweck wurde die Information verfasst? Ist es Information oder ist es letztlich eine Beeinflussung schon? Also soll es mich auf die arbeitgebernahe Seite drücken durch Argumente, dann gefährlich? Soll es am Ende vielleicht ein bestimmtes Produkt bewerben? Warum schreibt diese, was hat die Person für einen Anreiz, mich über dieses Thema zu informieren? Und meine Faustregel hier eben, wer würde darunter leiden, wenn die Information schlecht wäre? Und wenn ich das hier nicht gut beantworten kann, wenn ich sage, nee, da leidet eigentlich niemand drunter, wenn das jetzt nicht stimmt, schlechtes Zeichen. Dann muss ich überlegen, als was will ich das nachher zitieren, als was will ich es benutzen? Ist es eine Wissensquelle, also etwas, das wirklich das Wissen meines Fachs wiedergibt, Forschungsquelle auch genannt, wo ich wirklich meine Arbeit darauf aufbaue, also das, was andere Forscher gemacht haben? Oder ist es eine Datenquelle, eine Praxisquelle, etwas, das in der Realität passiert? Zum Beispiel ein interner Leitfaden, wie etwas gemacht werden muss. Eine Prozessbeschreibung. Irgendwas, was eine Firma macht. Alles, was in der Realität passiert, das wäre diese rechte Seite hier. Und da gelten sehr viel niedrigere Zitierrichtlinien als bei den Wissensquellen. Ich habe über diese Übersicht hier nochmal mehr in meinem Video vom Schnellkurs Wissenschaftliches Schreiben gesagt. Da können Sie dann nochmal nachschauen. Dann gibt es noch die sogenannte Aufwärtsregel, die erkläre ich nur kurz. Die heißt, ich finde jetzt nicht so richtig sinnvoll, die heißt, dass man nur höherwertige Literatur zitieren darf. Das sorgt ein bisschen für Verwirrung. Gemeint ist eigentlich, ups, jetzt habe ich ein bisschen zu weit. Gemeint ist eigentlich, wenn Sie Sekundärliteratur haben. Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie Shakespeare bearbeiten und jetzt schreiben Sie Ihren Bachelorabschluss und jetzt hat jemand anderes eine Bachelorarbeit geschrieben und der schreibt auch was über Shakespeare, dann dürfen Sie nicht dessen Arbeit benutzen inhaltlich. Sie dürfen den nicht zitieren, weil der hat den gleichen Abschluss wie Sie und Sie hätten da selber drauf kommen können. Sie müssten selber Shakespeare ranziehen. Also wenn keine Sekundärliteratur auf der gleichen Ebene. Sie dürfen dann eine Master- oder eine Doktorarbeit verwenden bei Ihrer Bachelorarbeit. Jetzt, wenn derjenige aber die Primärliteratur gemacht hat, jemand erfindet wirklich was, da war ein Bachelorand und der hat eine neue Software geschrieben und die ist halt super, um die Krafteinwirkungen auf den Fuß bei bestimmten Schuhen zu messen und sie machen eine Arbeit, die darauf aufbaut. Natürlich zitieren sie den. Der hat es erfunden, der ist die Primärquelle. Also dann sehr wohl, Sie müssen den ja sogar zitieren, alles andere war gemein und akademisch falsch. Das wäre eben nur die Aufwärtsmethode. Und dann gibt es jetzt noch Rankings, Zeitschriften-Rankings. Sie können selber wählen, ob Sie mit denen arbeiten wollen. Ich empfehle Ihnen hier jetzt mal von den drei das VHB-Ranking. Der VHB ist der Verband der Hochschullehrer der Betriebswirtschaft, also quasi die HNU als Business School ist mit drin im VHB und diese Dozenten von den Hochschulen, die setzen sich da zusammen und machen da dieses Ranking. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier aus der Präsentation direkt aufgeht. Dieses Ranking ist dann, Sie können das benutzen, um danach zu schauen, ob diese und jene Zeitschrift als wissenschaftlich angesehen wird. Nur bitte erwarten Sie sich nicht zu viel davon, weil dieses, jetzt kommt es, wunderbar. Weil es halt ein bisschen schwer zu benutzen ist. Ich erkläre es Ihnen mal. Sie sind jetzt hier auf der Homepage. Der Link führt immer auf die Homepage, damit Sie mitkriegen, wenn neben dem VHB-Ranking Nummer 1 und Nummer 2 und Nummer 3 auch mal das vierte rausgekommen ist. Solange verlinke ich auf die Startseite. Jetzt klicke ich hier drauf. Dann habe ich dieses VHB-Ranking. Und da drin habe ich jetzt einfach nur eine Gesamtliste. Die ist hier. Die ist auch sehr lang. Und wir haben noch Teilratings. Und folgendermaßen machen Sie das jetzt. Wenn Sie eh schon den Namen der Zeitschrift haben, dann gehen Sie in die Gesamtliste vom Rating und dann machen Sie STRG F.
dann suchen Sie hier drin nach dem Namen Ihrer Zeitschrift oder gehen alphabetisch an die Stelle hin. Da sagen Sie, okay, Absatzwirtschaft, und dann sehen Sie, ah, okay, hier, die da, KWZ, keine wissenschaftliche Zeitschrift. Ich sage Ihnen gleich nochmal, was die Abkürzungen hier heißen. So, und wenn Sie jetzt nicht eine bestimmte Zeitschrift im Kopf haben, sondern Sie wollen wissen, was ist für meinen Bereich interessant, dann müssen Sie in das richtige Teilrating. Das ist ein bisschen schwierig zu erraten, was es ist manchmal. Also das könnte jetzt Rechnungswesen sein, das hier könnte Produktion sein. SM ist strategisches Management, muss man vielleicht erst draufklicken, um drauf zu kommen. Und jetzt gehe ich mal in Teilrating Marketing. Da steht es halt drin, was die besten Zeitschriften sind mit einem A+ hier. Und dann geht es runter über A, B, C, D. Dann kommt KR, kein Rating. Und dann kommt KWZ, keine wissenschaftliche Zeitschrift. Und das würde ich Ihnen jetzt noch mal kurz erklären, weil nicht, dass Sie denken, dass eine D-Zeitschrift jetzt irgendwie mangelhaft ist und gerade noch wissenschaftlich ist. KWZ heißt, die ist wirklich nicht wissenschaftlich. Die Absatzwirtschaft, da haben die sich geeinigt, nee, nicht wissenschaftlich. Dann kommt KR, also hier beim neuesten Ranking, beim dritten, beim Vorranking hat es eben eine andere Bewertung manchmal bekommen. Dieses KR heißt, kein Rating, weil zu wenige Teilnehmer. Steht hier nochmal dran, mindestens 10 haben was gesagt, aber eben weniger als 25, und 25 war die Schallgrenze, die nicht durchschritten wurde. Dann D. Was heißt D? Wissenschaftliche Zeitschrift auf dem Gebiet der BWL. Okay, also wissenschaftlich. Was heißt dann C? Schauen wir mal. Anerkannte wissenschaftliche Zeitschrift. Das heißt, mehr Leute kennen die. Die hat einen höheren Impact Factor. Die wird öfter zitiert. Okay, was heißt dann B? Wichtige und angesehene wissenschaftliche Zeitschrift. Noch mehr Leute kennen die. Noch ein höherer Impact Factor. A, führende wissenschaftliche Zeitschrift, A+, herausragende, weltweit führende wissenschaftliche Zeitschrift. Das heißt, eigentlich geht das Renommee, die Reichweite, der Impact, der geht hoch. Das ist nicht so, dass die Qualität von dem D-Journal jetzt als mangelhaft zu bewerten ist. Es ist nur einfach so, dass es kleiner ist, weniger zitiert wird. Klar, die ganz oben, die sind jetzt nicht ohne Grund hier oben. Die sind schon super, aber die sind halt auch hoch theoretisch. Ihre Journals, die auf Deutsch publizieren, die werden Sie nie bei A oder B finden. Wahrscheinlich eher bei C oder D. Warum? Weil niemand Deutsch kann. Also nicht in US-Amerika, nicht in China, nicht sonst wo. Sie brauchen Ihre deutschen Zeitschriften nie über C oder D erwarten. Es gibt vielleicht noch ein oder zwei Journals, die es ins B schaffen. Vielleicht gibt es irgendwo einen A-Journal auf Deutsch. Aber wer auf Deutsch schreibt, wird international nicht gesehen und landet dann bei C oder D, weil sein Impact relativ niedrig ist. So können Sie das benutzen. Was ist jetzt, wenn Sie herausfinden, es gibt hier eine Zeitschrift und Sie wollen die gern haben? Ich gucke jetzt mal gerade eben, ob es hier irgendwie eine gibt, die einen halbwegs sprechenden Namen hat. Ach, ist egal, ich habe das jetzt vorher nicht geübt, aber jetzt nehmen wir mal das Journal of Communication. Ich kopiere mir das nur gerade mal. Wie komme ich jetzt an die ran, wenn ich jetzt weiß, okay, die soll ja wohl gut sein? Naja. Dafür gibt es, bin ich jetzt wieder offline, schauen wir nochmal nach, nein, bin ich nicht, sehr gut. Also, dafür gibt es die letzte Quelle, die ich bei der Bibliothek bisher verschwiegen habe. Bibliothek, elektronische Zeitschriftenbibliothek. Sie erinnern sich, ganz am Anfang haben wir gesagt, Bibliothekskatalog hat die Bücher, Datenbanken, da sind die Fachartikel und die Statistiken drin. Und diese EZB kann nur eine Sache, habe ich gesagt, und die kann sie sehr gut. Was ist diese eine Sache? Naja, klicken wir die an. Die zeigt Ihnen, was die Zugriffe sind auf eine gegebene Zeitschrift. Sie können hier drin jetzt diese Zeitschrift eingeben und können klicken auf Suchen. Und da finden Sie raus, die gibt's oder die gibt's nicht. So. Jetzt sehen wir die hier dreimal. Es gibt drei verschiedene Quellen, wo die drin wäre. Und zweimal steht die dran rot und einmal steht die dran gelb. Und jetzt sehen wir hier drüben, rot heißt nicht zugänglich, hat die HNU nicht gekauft. Grün würde heißen frei zugänglich, Open Access. Und gelb heißt, war nicht frei zugänglich, aber wurde gekauft. Oder gelb-rot, manche Jahrgänge davon wurden gekauft. Das heißt, gelb wäre eigentlich das Interessante. Das sind die Sachen, die extra gekauft würden für die Leute an der HNU. Und jetzt haben wir eben zwei Datenbanken, die wir nicht gekauft haben. Deswegen bleibt es hier rot.
und einer, das ist gelb. Da kann man dann draufklicken. Und dann sehen wir hier zu den Volltexten ab 2006 bis nicht die letzten 12 Monate. Also ich habe hier eine Moving Wall, immer die letzten 12 Monate gehen noch nicht auf, aber immer nach jedem abgeschlossenen nächsten Monat wird wieder einer freigeschaltet. Klicke ich da mal drauf und dann lande ich eben in dieser Datenbank drin und kann jetzt hier drin entweder mich durch Klicken zu meinem gewünschten Artikel bewegen. Also könnte ich sagen, ja, mein Artikel ist von 2015 und der ist in Heft so und so und klicke mich da eben durch. Das kann ich machen. Oder ich kann sagen, ich suche innerhalb dieser Publikation. Das geht auch in den meisten Datenbanken. Da kann ich da drin im Volltext suchen und brauche nicht in den ganzen Verzeichnissen blättern. Und das geht eben mit jeder Zeitschrift. Sie können jetzt hier sagen, haben wir eigentlich das Handelsblatt? Kann man dann suchen und dann würde man rausfinden, doch ja, das haben wir. Jetzt ist nur gerade wieder ein bisschen langsam, kein Problem. So, also Handelsblatt haben wir, ist in der Datenbank Visa enthalten. Wunderbar. Haben wir diese und jene Zeitschrift? Ja, nein. Wenn nicht, dann kann man die als Zeitschriftenkopie bestellen. Das habe ich Ihnen im Katalog am Anfang bestellt. Kostet 52, aber um einiges besser als beim Verlag dann irgendwelche $40 hinzulegen. Sie kriegen immer exakte Treffer und dann kriegen Sie noch insgesamt alle Treffer, wo das Wort vorkommt oder die Worte, die Sie eingegeben haben. Zum Beispiel gibt es jetzt wohl auch das Handelsblatt Morning Briefing. Das ist dann halt bei weitere, weil Sie nicht nur das Wort Handelsblatt haben, sondern auch noch Morning und Briefing. Okay, also das kann die EZB, nichts anderes. Sie nennen Ihre Zeitschrift und die EZB nennt Ihnen die möglichen Zugänge und sagt, ob der offen oder zu ist. Wenn wir die nicht hier drin haben, wenn die da rot ist, dann wird Ihnen da auch schon angezeigt, ob wir vielleicht Druckexemplare haben. Ich glaube, bei der WIST kann man das mal probieren. So, hier. Ja, die ist rot, aber Druckexemplare vorhanden. Also wir haben die seit 1991. Die ist schon da. Und das kann man auch nochmal nachgucken. Das haben wir jetzt noch nicht hier verlinkt, weil es relativ selten ist. Das wäre untersuchen und finden. Und dann unter Zeitschriften und Zeitungen. Zeitschriften und Zeitungen. Da steht nochmal drin, welche Zeitschriften die Bibliothek in Print hat. Hier laufende Print-Abos. Da wäre eben U bis Z. Und da geht man zu der WIST hier, da wäre die. Da steht eben dran 1991 FF. Also es fängt dann bei 1991. Ab da haben wir die immer noch. Und falls wir die sowohl gedruckt als auch in der Datenbank hätten, dann steht es auch da. Zum Beispiel hier die Wirtschaftswoche, haben wir immer den laufenden Jahrgang. Und obendrauf, seit 1984, wäre die auch in der Datenbank Visa drin. So liest sich das. Gut. Also. Das wäre alles, was ich sagen wollte. Zum Abschluss will ich nochmal kurz Literaturrecherche an sich einordnen. Viele machen sich da wirklich sehr viel Stress und denken, dass Literaturrecherche einfach eine ja wirklich kleinteilige und fiese Aufgabe ist, die niemand gern machen möchte, die jeder gern hinter sich hätte. Das ist nur dann wahr, wenn sie sich zu so Gewaltakten hinsetzen und dann sie macht Stunden recherchieren, glauben Sie mir, nach einer halben Stunde passiert nichts Gutes mehr. Lassen Sie es gut sein, lesen Sie das, was Sie gefunden haben. Und das sind die Leute, die nicht aufschreiben, was sie gemacht haben und die dann jede Woche dran sitzen und immer das Gleiche finden und dann langsam frustriert werden. Seien Sie nicht diese Person, haben Sie Ihr Suchblatt parat und nutzen Sie vor allem diese Operatoren, das waren hier diese Werkzeuge, Operatoren, Sie sehen, alles hier ist klickbar, auch in der PDF, die Sie runterladen können. Und dann nutzen Sie schlau diese Anführungszeichen, das Sternchen, und dann macht Suche wirklich Spaß. Besonders, wenn Sie in Datenbanken unterwegs sind, die so Näheoperatoren haben. Diese Präsentation hier, ja, hier noch Literaturtipps, diese Präsentation finden Sie einmal hier unten unter dieser URL, aber genauso auch nochmal in der Beschreibung von diesem Video. Und wenn da noch irgendwelche Fragen aufkommen sollten, wenn da was nicht klappt, dann können Sie sich an mich wenden. Ich bin auch verlinkt, also meine Kontaktdaten sind auch in der Beschreibung vom Video. Vielen Dank fürs Zusehen.